Hey, ready? Das Gute ist, ich muss selber nicht verstehen, was da alles passiert. Ich sehe oft irgendwann, sehe ich Rack, dann weiß ich, jetzt sind wir schon mal gut dabei. Und dann machen wir schnell so einen Soundcheck. Na? Gut, ja. Hörst du mich? Hör dich. Okay. Sag mal etwas, ja genau. Gut. Kannst du das Spiel? Kannst du noch das Spürli nachher als Mick, dann wäre es super. Genau. Sehr gut. Ja. So Kopfhörer. Ja, genau. Und ich. Boah, hängen geblieben. Rutsch noch ein bisschen. Bild? Hervorragend, wie immer. Sensationell. Ich bin richtig begeistert von dieser Beleuchtung. Nicht schlecht, gell? Ich habe mich nicht satt gesehen an mir. Du bist das Gegenteil von denen sonst da, die so finden, oh nein, dann muss ich immer drüber schauen, ich kann mich nicht anschauen. So schlimm. Und du so, oh. Pure eitle Sieb, ja. So, Kaffee genommen, legen wir los. Bam! Feel Good Podcast mit dem Milan Milanski. Yes! Yes! Das ist yes. Die richtige Name, gell? Nein. Ah, wirklich? Nein, voll nicht. Ohne Scheiß, ich habe wirklich gemeint, es ist die richtige Name. Wie meinst du? Ja. Yeah. Hey, passiert aber noch ganz oft. Also, ich habe schon mal Post bekommen mit Milan Milanski und dann die Adresse hat dann aber schon gestimmt. Und ich habe die Post tatsächlich erhalten. Also, irgendwie funktioniert es. Aber Milan ist der richtige Name. Milan ist mein richtiger yeah. Name, ja. Aber du sagst die Nachname nicht, damit du die Doppelleben kannst führen. Ja, voll. Hey, ja, also man muss irgendwie so eine gewisse Work-Life-Balance haben, oder? Voll, voll. Oder, weiß auch nicht, Alter Ego und Real-Life-Balance, weiß auch nicht. Bei mir hat das alles schon vor mittlerweile, glaube ich, Jahrzehnten zusammengemischt. Bei mir ist so, Work-Life ist quasi eins. Aber das ist ja schön. Wie ist es dazu gekommen? Wie ich eigentlich schon sehr, sehr früh gewusst habe, was ich machen will, nämlich Comedy. Damals hat es noch einfach Solo-Programm. Das war der Traum gewesen. Und dann, als ich die Solo-Programme angefangen habe machen und dann immer eins dazugekommen ist und ich irgendwann gemerkt habe, ich kann davon leben, dann wird das alles sehr, sehr schnell aus effektivem Live. Ja, okay, fair enough. Weil ich habe jetzt, merke ich ja schon mit dem Podcast, ich habe so viele Freunde und Freundinnen in dieser Szene, wo wir super nah sind, wo der Auftritt ist die Hälfte davon. Es geht dann auch darum, dass man die Leute sieht und dass man mit denen Zeit verbringt. Und es gibt ja mittlerweile sogar auch Menschen, wo in der Szene, ich sage jetzt mal, romantisch miteinander umgehen. Was? Ja, aber darf ich jetzt da nicht erzählen, natürlich. Nachher dann Off-Record, bitte. Ich bin voll geil auf so Gossip-Sachen im Fall. Du hast keine Ahnung, wer du da eingeladen hast. Ja, aber dort eben vermischt sich das wie alles, oder? Okay. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn, ich glaube, mit dem Elsen haben wir es mal davor gehabt, wenn ein Großteil von deinem Leben daraus besteht, dass du zum Beispiel nicht mehr kannst an einer Geburtstagsparty am Samstag, wo am 5 Uhr losgeht, weil du halt am 7. irgendwann in, frag mich nicht, Münchweilen musst auftreten, dann fängst du natürlich an, die Work eben live zusammenzukriegen, dass dann halt eben deine Freunde, natürlich gehe ich trotzdem dann noch an den Geburtstag, aber du kommst dann halt irgendwie am 1. Morgen, wenn alle schon voll sind und du hast dann nicht so die Connection zu den Leuten, wie du sie vielleicht noch gehabt hast, Anfang 20, wo dir jedes Wochenende dreimal raus sind, oder? Genau. Und dann fängst du natürlich an, dich mehr mit den Menschen zu beschäftigen, die dann halt effektiv. Das sind ja nicht Arbeitskollegen, es ist ja nicht, du musst ins Nein, Büro Nein, es sind nicht Arbeitskollegen, aber du hast, man hat den gleichen Schedule quasi. Genau. Das ist eigentlich wie das. Das ist wie Lehrer, die anfangen mit Lehrern befreundet sein, weil sie nur mit ihnen können Ferien machen können, zum Beispiel. Das Schedule ist das eine, und was ich aber vor allem bei Comedy natürlich ganz extrem finde, ist, man kommt aus den verschiedensten Ecken, von der Welt, psychisch, gesellschaftlich, alles mögliche, aber man hat trotzdem so ein riesen Ding gemeinsam. Viel mehr, als wenn du zum Beispiel im gleichen Büro arbeitest. Ja, fair enough, ja. Dann hast du ja nicht
ja, ich bin jetzt aus Passion da. Vielleicht hast du jemanden, aber du hast nicht alle. Oder? Aber Comedy ist schlussendlich nur aus Passion. Und wenn du schon diese Passion teilst, dann hast du so einen grossen gemeinsamen Nenner, der irgendwie wo auch eben gegenseitig beflügelt und, mhm. und irgendwie auch gerade eine Verbundenheit gibt. Irgendwie. Wahrscheinlich mehr als bei Lehrer. Weil, ja, wahrscheinlich schon. Und was ich eben auch noch geil finde, also das ist jetzt einfach so meine Erfahrung bis jetzt, ist auch, dass eben man teilt so die Passion, es ist aber nie irgendwie so ein... Du hast nie das Gefühl von irgendwie Ellbogengesellschaft in der Comedy-Szene, also zumindest nicht in der Schweizer Comedy-Szene. Vielleicht sind wir auch noch zu klein dafür, oder? Yeah. Ich weiß auch nicht, weißt du? Und es ist noch viel zu intim, sage ich jetzt einmal, weißt du, dass man jetzt irgendwie da anfängt, weißt du, so competitive zu sein, weißt du, wie ich meine? Und ich finde eben, ich finde, das hat es dann einmal schon in gewissen Szenen oder in gewissen Branchen, sage ich jetzt einmal. Ja. Yeah. Spürt man das schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, ich merke leider, dass es in der Schweiz natürlich auch anfängt, weil eben die Szene wird grösser und die Plätze werden seltener im Vergleich zu wie viele Menschen Comedy machen. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu Deutschland und es ist kein Vergleich zu irgendwie der Musikszene. USA oder so, ja. Ja, aber bei uns in der Schweiz die Musikszene oder andere Bereiche, ich meine, Schauspiel. So mal ganz grundsätzlich, das willst du in der Schweiz nicht machen, weil die Leute beschweren sich nur. Es kommt alle gefühlt 3 Jahre mal ein Film raus. Mit Backing von SRF und ein bisschen Bund. Und dann ist er erst noch schlecht. Und es gibt 2 Casting-Agenturen und die haben so ein bisschen ihre Favorites. Und, also gefühlt, weißt du? Ich weiß schon, dass es nicht ganz so ist, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, das vermittelt wird. Und dann denkst du, ja, was will ich denn? Ich spiele da Theater irgendwie in einer kleinen Bude in Luzern oder keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist in der Comedy schon sehr, sehr on the low. No. Aber es wird halt auch da jetzt ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Und du hast also die Work-Life hast gefunden, du hast klar trennen und darum hast Milanski... Als Künstlernamen noch dazugehauen? Ja. Nein, eigentlich voll nicht. Eigentlich bin Milanski ist einfach mein Spitzname schon seit eh und je. Schon seit irgendwie, weiß auch nicht, Mittelschule so. Yeah. Wobei, nein, ich mag mich vor gerade erinnern, ich habe den Spitznamen bekommen, wo ich ständig in so einer Bar abgehangen bin in Basel. Wo ich so... Welche? Würdest du wirklich wissen? Yeah. Also es hat Fifth Floor geheißen. Kenne ich nicht einmal. Nicht? Nein. Es ist, Assassino hat der Club geheißen, unten dran. Aha. Und oben, so im 5. Stock, hat es den Fifth Floor gegeben. Ist das in der klaren Stoß gesehen? Nein, in den Steinen. Ah, das ist, magst du dich erinnern, wo Mona Lisa gesehen ist? Gerade weil ich sage, dort wo man Mona Lisa gesehen ist. Genau, yeah. Und so oberst oben. Und yeah. Dort, die haben irgendwie geplant, so, das ganze Haus irgendwie so einen riesen Ausgangs... Gebäude umzufunktionieren, yeah. Natürlich nicht klappt. Yeah. Und irgendwie ist dann am Schluss einfach nur noch die Bar dort oben gesehen und eine Kollegin von mir, die hat etwas am Laufen gehabt mit der Besitzerin von dieser Bar. Yeah. Und ich weiß auch nicht, ja, das ist einfach so ein Ding, das die am Laufen gehabt haben. Auf jeden Fall hat die mich dann immer Milanski genannt. Yeah. Und ich habe das irgendwie noch geil gefunden. Yeah. Und dann ja, wie es halt so ist, dann änderst du mal auf Facebook den Namen, weil du irgendwie das Gefühl hast, jetzt findet dich die NSA nicht. Und Angela Merkel liest nicht mit. Komm, sind die Snowden News gekommen? Ja, genau. Oh. Alle Huren paranoid so, jetzt wissen sie, wo ich mein Gras reinhole. Ja, vor allem, das ist das Wichtige bei dem Ganzen. Gell? Das ist das, was sie interessiert. Wenn es natürlich irgendjemand interessiert, yeah. Von wo der Milan Milanski sein Sweet herholt, mit 18. So. Ich weiß noch, wie Leute damals, so die Generation, die jetzt alle auf Facebook sind, wo wir noch auf Facebook gesehen sind, so richtig, weiß ich noch, wie die alle gesagt haben, nein, ich gehe dort sicher nie drauf. Ich will ja nicht, dass eben irgendwie, dass die Leute meine Daten haben und so. Dann haben sie gedacht, aber weißt du, jetzt deine 3 Ferienfotos von Fuerteventura sind jetzt nicht das, was es so heiß macht, weißt du? Aber das sind dann genau auch die, die dann auch immer so die Statements,
posten, weißt du, so, hiermit verbiete ich Facebook, meine Daten zu nehmen. Genau, vor allem, du tust auf Facebook posten und dann steht irgendwie Copy-Paste, schreib das auch rein, damit es dann passiert, so, es ist so geil. Es ist einfach so eine neue Version von diesen Ketten-E-Mails, die wir früher auf Amazon bekommen haben, so, aber schick die Mail weiter und sonst stirbt. Irgendjemand. Du wirst sieben Jahre Pech haben. Und, ja, genau. Oder der Geist von der toten Mathilda kommt heute Nacht und fickt die in die Nase. Oder so. Weißt du, was ich meine? Genau. Wir alle früher so auf Amazon das schicken. Ich muss also schnell den Sandra und dem Alex schicken. So. Das ein Nasenloch dann viel grösser ist als andere. Ja, das ist es. Es wird niemand zurückgewachsen. Ich weiß aber noch, wo Covid ganz, ganz frisch am Kuchen ist. Apropos Nase ficken. Genau, apropos, mit dünnen, langen Stäbchen. Nein, denen hat es natürlich ganz so Zeugs gegeben. Das weiß ich noch. Weißt du, was denn immer geheiss hat? So kannst du testen, ob du Covid hast. Du fünfmal tief einschnaufen und wieder ausschnaufen. Nein, doch! Aber weißt du, das Geile ist, du hast dann Menschen, die absolut immer verstanden sind, was so Sachen anbelangt. Oder? Die machen irgendwie, keine Ahnung, einen inneren Faktencheck, die sagen, nein, also wenn ich es jetzt dort gelesen habe, dann irgendwie nicht. Aber weil es jetzt zum Beispiel der Chef schickt, ist auf einmal gerade irgendwie ein glaubwürdiges Ding und danach ist es so, woher hast du das? Ja, mein Chef hat es mir geschickt. Ja, wo hat der das? Meinst du, das stimmt? So. Wie hat man das herausgefunden? Aber das ist wie früher. Früher hast du ja die Informationen ja auch so weitergegeben, halt einfach so mundpropagandamässig. Mhm. Also weißt du, es hat sich jetzt einfach nur. Ja, voll. Mhm. Es ist eigentlich voll so der digitale Stammtisch. So, Facebook ist so demutiert. Und die Tante, die dir irgendwelche kitschige Grußkarten schickt. Ding mutiert irgendwie so, wo du sagst so, hab einen wunderbaren Tag, Milane. Und genau. So einen Teddybär und so die Glitzerfunkeldinger. Ja, ja. Ich habe auch von denen. Warte. Ich habe gerade wieder ganz tolle gekriegt. Manchmal sind es ja noch Videos. Kuckuck, hier kommt ein Morgengruß für dich. Da zum Beispiel der da. Wie findest du den? Der gefällt mir richtig. Ich weiß nicht, wie lange ich das darf zeigen, bevor uns YouTube pullt. Aber Achtung! Und so weiter. Herrlich, oder? Aber ich finde es ohne Scheiß, ich finde es so herzig. Es ist zum Teil bisschen Kitsch. Ja, ja. Aber es ist eigentlich herzig, weil es ist fucking jeden Tag. Gell? Und das ist ganz tolle Frau und die schickt mir jeden Tag so ein Ding. Und wenn ich sie mal sehe, sagt sie, ich denke jeden Tag an dich. Und das finde ich so herzig. Aber es ist jemand, den du kennst? Ja, klar. Oder? Aha, okay, gut. Nicht irgendwie so fanmäßig. Nein. Ja, wir haben, als ich noch mit meinem Mitbewohner gewohnt habe, also wo wir noch zusammen gewohnt haben, so, haben wir eine Putzfrau gehabt, die so übelst gläubig ist. Also so richtig hardcore gläubig. Ja. Und ja, schon 55 und irgendwie, ich glaube, sie hat sich ganzem Glauben verschrieben. Mhm. So, ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, also weißt du, top Situation, dann bei zwei Schwulen putzen. Well done. Und sie hat uns immer, also an Ostern und Weihnachten hat sie uns immer so Videos geschickt. Am Anfang sind sie eben auch so herzige gewesen. Ja. Yeah. Bis dann mal ein Ostern gesehen ist, wo so eine richtig so, also wie so eine Mini-Version von Passion Christi eigentlich, also so, und das ist im Fall, also eben Mini-Version, es ist gleich ein 5-minütiges Video gesehen. Ja. Also, yeah. Und weißt du, so übelst brutal und mit Auspeitschen und mit allem möglichen. Yeah. Und der Karim und ich schauen uns an, so, wow, okay, gut. Und bist du sicher, weiss ich, dass wir schwul sind? So, ja, voll. Okay, ist das irgendein Wink, wo sie uns so will, subtil durchgehen? So, ja, subtil ist das im Fall nicht mehr. Das ist im Fall alles andere. Und eben von dem her kann auch ein bisschen creepy werden. Ja, logisch. Es kommt dann so, das ist jetzt bei dieser Dame ist das nicht der Fall, die schickt wirklich oft immer so einen guten Morgengruß. Ja? Aber es gibt natürlich auch die, wo dann irgendwie so das 20. Meme ist dann auf einmal tief rassistisch. Ja, und du bist so, oh mein Gott, nein. Vor allem, weißt du, in so einer großen Gruppe, wo ich mir dann so denke, die ist schon, also, schlimmer als im Stammtisch,
in dem Fall kriege ich jetzt 40 Leute mit, dass du super rassistisch bist. So, und anscheinend ist dir entweder egal oder du willst es sogar so. Also es ist irgendwie so. Ja, und von diesen 40 Leuten interessiert es aber auch die Hälfte wie nicht. Also, oder? Was ja auch schon, ja. Was auch nicht nice ist. Also. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie nicht interessiert, sondern es ist halt einfach mehr so, wenn sie sich damit beschäftigen oder nicht. Weißt du? Mhm. So. Aber ich meine, also es hat ja. Ich weiß nicht, lese ich jetzt irgendwie von. Irgendwie wieder, wie sie sich aufgeregt haben, dass die Schweizer nicht an der Nationalhymne gesungen haben. Und danach kommt irgendwie so ein Video aus fucking 19, weiß nicht wann, 68. Und nein, dort haben sie auch nicht gesungen, weißt du? So. Und haben erst noch wüstere Frisuren gehabt als sie jetzt, weißt du? Das kommt ja auch noch dazu. Alle regen sich auf, dass der Jacka sich blond, also die Haare blond gefärbt hat. Mhm. Da finde ich wie so, hey. Eben genau das Video, weißt du, wo alle da irgendwie ihre wüsten Fukuhila hatten. Ist damals aber sehr trendy gesehen. Du, ja, ist es vor 15 Jahren auch gesehen, was es nicht besser macht. Mhm. Und er kommt ja wieder, der Fukuhila. Hast du dir nie einen geknallt? Doch, den kann ich einen. Hallo? Ich habe wirklich Schnutz. Ich habe so, ja, den finde ich aber recht nice. Es ist voll aber auch die einzige also Gesichtsbehaarung. Mhm. Nicht Körperbehaarung. Mhm. Mhm. Aber die einzige Gesichtsbehaarung, wo wirklich spreisst. Alles andere ist so wirklich? Ein bisschen so Larifari. Ja, ja. Das, nein, das sieht man jetzt nicht, aber es sind ganz viele Löcher. Da. Löcher? Ja, also. Ja, hier auf der Seite hast du nicht so viel, aber du könntest natürlich so das Kino könntest noch gut machen. Ja, aber dann würde ich mit meinem Vater aussehen und das ist dann so. Aha, Noni, gell? Noni, nein, wir sind noch nicht dort. Wir sind noch nicht dort. Und, okay, gehen wir zurück zu, du hast dann irgendwann Milan Milanski auf Facebook, ja, genau, gemacht. Und du hast mir, wir kennen uns ja gar nicht so gut, wir kennen uns auch noch nicht so lange, aber wir haben eine Autofahrt zusammen gehabt. Und hast du mir erzählt, wie du überhaupt angefangen hast, Stand-up machen? Und das ist recht crazy. Weil das ist so, vor allem für die heutige Zeit, ist es so mega self-made. Es ist nicht, ja, ich wollte es unbedingt machen und bin mal an einem Open Mic und habe dort ausprobiert und dann habe ich das gemacht und dann hat mich dort jemand eingeladen. Das ist so ein bisschen die klassische Geschichte momentan. Mhm. Sondern es ist wirklich so, du hast aus dem Nichts etwas für dich kreiert in dem Moment. Hey, aber auch nur aus der Not raus, weil ich keinen blassen Schimmer hatte, dass es überhaupt eine Schweizer Comedy-Szene gibt. Ich habe genau dich gekannt, aber auch nicht wirklich, sondern nur einfach von Plakaten in Basel. Wenn ich irgendwie hinten in der Bronx schnell gegangen bin, pissen. So. Und dann so, lustig. Wir haben immer die besten Spots für unsere Plakate. Oder? Absolut. wie heisst es? Nein, nicht Exilbar. Excalibur-Bar. Weißt du die? Ja, Bronx. Ja, in der Bronx. Also Bronx hat sie früher noch geheißen. Jetzt heißt sie. Warum heisst das Strössli Bronx? Ich habe einfach gedacht, das ist so wie das G-Undeli und St. Jones. Ist das einfach Bronx? Nein, das hat mal Bronx Bar geheißen. Ja? Ah, Tulu, falls der jetzt dazu los ist, da haben wir unsere Antwort. Das hat Bronx Bar geheißen und irgendwann haben sie es umgenannt in Excalibar. Genau, Excalibar. Und so heisst sie immer noch, aber wirklich, ich meine, du bist nicht viel jünger wie ich. 90er bin ich. Ja, also 2 Jahre. Das heißt, wahrscheinlich, ich habe knapp da mitgekriegt, wie der Wechsel war. Und so unsere Eins nennt es einfach immer noch Bronx. Du gehst auf den Bronx. Ach, krass. Wir gehen in den Bronx. Nein, für uns also, ist einfach das Strössli hinten. Das ist einfach Bronx. Wir sind zwar jetzt in einem Alter, wo wir nicht mehr gehen. Ja, natürlich. Aber es war die Bronx immer noch. Ja, hey, gut zu wissen. Aber anyway, eben, ich habe keine Ahnung gehabt, dass es eine Schweizer Comedy-Szene gibt in dem Sinn. Eben, ich habe dich kennt, yeah, als Stand-Upper, aber halt auch nicht wirklich. Ich habe gewusst, dass es ein Jugo gibt, der das macht, eben der Sven. Yeah. Ich war nicht so, okay, gut. Das heisst, ich muss noch etwas Zusätzliches machen, nur den Jugo-Witz kann ich jetzt auch nicht bringen. und ja, und das war es eigentlich gewesen. Und ich habe einfach ums Verrecken wieder auf die Bühne, weil ich als Kind mega viel, ich habe im Basel Kindertheater gespielt, kennst du vielleicht auch, und irgendwie im Jugendchor in der Musikakademie jahrelang gesungen. Also ich bin voll so ein Bühnenkind eigentlich gewesen. Dann aber jahrelang nichts gemacht und irgendwie habe ich dann gefunden, ich würde gerne wieder etwas, aber irgendwie, ich bin nicht mehr so ein guter Schauspieler, wie ich es wahrscheinlich als Kind gesehen bin und singen kann ich auch nicht mehr wirklich, also muss ich irgendetwas, was ich eventuell könnte und man hat mir gesagt, dass ich ab und zu mal witzig bin und darum bin ich dann in die Heldenbar, ich weiß nicht, ob du das etwas sagst, das ist so...
Knapp. Immer am Mittwoch im Provi-Treff hier in Zürich. Übrigens heute zu oben das erste Mal wieder seit dem zweiten Lockdown. Ist wieder offen. Also heute ist Mittwoch, wo wir das aufnehmen. Genau, ja. Scheiße, wir sind gar nicht live. Okay, nein, live sind wir nicht. Aber also es kommt dann am Freitag und das heisst ab jetzt wieder? Ab jetzt, genau. Yeah. Nächste Woche dann. Auf jeden Fall habe ich dann dem Kollegen gesagt, ich würde das gerne machen. Sie haben irgendwie so eine Comedy-Night machen dort in der Heldenbar. Und ich habe mich dann gemolden. Und weder ich noch sie haben genau gewusst, wie das genau ablaufen sollte. Dementsprechend haben sie auch wie niemand anders gehabt. Oder? Und dann bin halt ich und dann haben sie gesagt, ja ey, easy, aber musst halt einfach eine halbe Stunde machen. Und ich habe gefunden, ja, leg drin, mach ich, weißt du. Ist ja normal, oder? Also so ein Stand-up-Set geht ja sicher eine halbe Stunde. Und so ist es eigentlich passiert. Und es ist, ich glaube, also wirklich nicht so ein guter Auftritt gewesen. Aber ich habe ganz viele Freunde von mir im Publikum, die sowieso das ganze Set schon kennt haben, weil ich mit allen denen auch geübt habe und hey, und was meinst du, und ich finde das lustig und da, weißt du. Und so ist das passiert, ja. Und das ist ja eben so das Atypische, weil sonst halt irgendwie, machst du mal 5 Minuten, dann spielst du immer die gleichen 5 Minuten und probierst die noch ein bisschen zu verbessern, genau. Und danach können wir vielleicht mal weitere 5 Minuten. Und du musst mal etwas abändern, genau. Und so ein bisschen anpassen als Publikum, bekommst ein bisschen das Gefühl dafür, ne? Das habe ich alles nicht gehabt. Ja, aber das ist ja geil und vor allem, es bringt dir ja sehr viel. Also ich habe das Gefühl, du lernst mit so einer halben Stunde lernst mega viel. Weil 5 Minuten, es klingt, also es überhaupt nicht, ich meine es überhaupt nicht abwertend. 5 Minuten, geile 5 Minuten sind sensationell, sind das Shit, aber es ist wie eine eigene Disziplin und wenn man die ein bisschen checkt hat, ist es nicht so schwer. Und danach wird es zum Teil fast schwieriger, etwas Richtiges aufzubauen, weil du kannst auf konstant irgendwelche 5 Minuten machen. Und dann irgendwann geht es aber darum, ein Solo zu haben und danach hast du oft alles so 5-Minuten-Dinger. Das ist jetzt sehr einfach abgebrochen. Und dann ist es schwierig, alles so ein bisschen zusammenzubringen. Meinst du, ja, das kann schon sein im Fall. Es ist jetzt sehr, sehr einfach dargestellt. Aber schlussendlich ist es schon so, mal 5 Minuten hinkriegen, wenn man ein Verständnis dafür hat, ist nicht so schwer. Aber wenn du einfach mal eine halbe Stunde musst über die Bühne bringen, dann hast du schon eine völlig andere Erfahrung auch von, was passiert überhaupt auch mit einem Publikum. Wenn du sie verlierst, weißt du, eben bei 5 Minuten ist es so, du hast sie oder du hast sie nicht. Fertig, oder? Und wenn du aber eine halbe Stunde spielst, merkst du, ich kann sie sogar verlieren nach 10 Minuten und kann sie nochmal zurückgewinnen nach 20. Also es passiert so viel mehr über eine längere Zeit auf der Bühne. Ja, und der ganze Spannungsbogen, den du ja aufbaust, den du ja auch hast, privat, wenn du einfach eine Story erzählst, irgendjemandem, oder? Das ist ja auch so der Spannungsaufbau und alles das. Und ich glaube, das denen, weißt du, zu schaffen, so eben, in einer halben Stunde erzählst du nicht einfach eine Story, sondern es sind ja mehrere Stories, die irgendwie miteinander etwas zu tun haben. Und irgendwie muss ja jede Story in sich oder Spannungsbogen haben und irgendwann mal auf den Punkt kommen. Und dann musst du aber es auch können schaffen, irgendwie nach dieser halben Stunde. Weißt du, ich rede jetzt so, als ob das richtig geile 30 Minuten gewesen wären. Nein, aber ich sag nicht. Aber jetzt so. Aber du lernst eben viel. Zurück. Absolut, das absolut. Meine ich. Und was ich halt auch muss sagen, ich meine, an dem oben war jemand im Publikum, der beim Lila Festival das Booking gemacht hat. Lila Festival ist so ein Queer Festival, also ein Jugend-Queer Festival, wo einmal im Jahr in Zürich stattfindet. Und der hat mich dann gebucht, für an das Festival aufzutreten. Auch wieder eine halbe Stunde. Dann hast du die gleiche Stunde nochmal gemacht. Ich habe es ein bisschen abgeändert, weil ich habe einfach wie so gefunden, hey, eben, ich weiss jetzt, was gut ankommt, was nicht. Ich weiss, welche Jokes ich kann so machen und welche vielleicht lieber nicht. Und irgendwie. Und das ist relativ gut angekommen. Ich meine, ich mache ja schon sehr, sehr klischeebehaftete Witze. Und jetzt gerade zum Beispiel bei so einem Festival wie das Lila hat es halt auch sehr viel, sehr... weißt du, so, wie soll ich dem sagen, sehr so gebildete Leute, wenn es um Themen geht, wie Queerness LGBTQA und Gender und all das. Und du, also weißt, du musst halt natürlich schon ein bisschen auch schauen, oder, dass du da nicht irgendjemandem auf die Füße stoßt, dann blöd gesagt. Und gleich sind dann aber die Witze gleich gut angekommen, was ich dann wie muss sagen, okay gut, in dem Fall packe ich es ja scheinbar noch gut ein. Ich kann mir aber vorstellen, dass nachdem der vor eher, eben, ich sage jetzt, was Queerness und LGBTQ gebildete
Publikum auftreten bist, dass wenn du dann durch ein bisschen durchmischt das Publikum gehst, was in der Schweiz sehr schnell passiert, dass du dann dort auf einmal wahrscheinlich gemerkt hast, aha, die wissen jetzt gar nicht, von was ich rede. Genau. Und es ist ja mittlerweile jetzt, also das ist jetzt auch schon irgendwie zweieinhalb Jahre her. Also ich habe seitdem eigentlich nie mehr vor Reim, also vor einem LGBTQA-Publikum auftreten. Oder weißt du, ich sage, hey, das ist jetzt eben eine Gay-Bar gewesen, oder das ist jetzt ein Queer-Festival gewesen, wo ich auftreten bin. Oder? Und ich muss sagen, ich habe jetzt fast schon ein bisschen wieder Respekt davon, weil die Witze müssten, also weißt du, wenn ich jetzt wieder mit meinen Klischees eben schwul und Jugo und weiss auch nicht was, will spielen, dann muss das wie nochmal, also es ist eine Chance, aber auch, also weißt du, es ist eine Chance, dass ich wirklich Witz kann bringen, wo wirklich so, zum Beispiel gerade jetzt Schwule können voll relaten, weil sie halt genau wissen, von was sie reden. Aber es kann auch sein, dass es dann sehr schnell überkommt, so von wegen, ah ja, okay, gut, jetzt einfach wieder mal ein Schwuler, der schwule Witz macht, haben, so, bravo. Weißt du, was ich meine? Also es ist wie so, muss immer ein bisschen schauen. Ja, ich glaube, es hat auch mit verschiedenen Ebenen zu tun, quasi, dass eben, wenn du deine Erfahrungen teilst, wo sich dann Menschen drin wiedererkennen, dass das wahrscheinlich dann eher an einem Queer-Festival funktioniert, wie wenn du einfach würdest, blöd gesagt, schwulen Witz machen. Weißt absolut, wie, ja, gut. Ja. Aber bei mir, also weißt du, bei mir geht das sehr schnell Hand in Hand. Das weil, also, ja, sind halt einfach. Ist das ein schwuler Witz? Nein, so. Egal. Fust den Fust, wäre einer. Aber das finde ich aber das Schöne bei diesen paar Sachen. Lügst du wieder? Mega fest, ich bin immer noch voll begeistert von dieser Beleuchtung. Ich habe keine Augenring. Einfach perfekt. Wow. So, und bei mir ist es einfach so eine rote Beere mit Zehen. Hey, das ist tanned, sagt man. Natürlich, so nennt man es. Ja, also für alle, und schau mal, noch der Bauch, der rausdruckt. Sieht gut aus. Okay. Wirklich so ein Wohlstandsbauch. Voll, das ist wirklich ein Co-Fett 19. Dadbot, ja. Ich nenne es Co-Fett 19. Nicht schlecht, das ist ein Schenkelklopf. Absolut, ich habe ihn nie auf der Bühne gebracht. Aber er langt, für so etwas langt er, weißt du? Ja. Also auf YouTube kann man gerne unsere Gesichter anschauen, wenn man will. was ich aber schön finde, ich habe bis jetzt ein ganzes Set von dir gesehen und online ein bisschen Sachen. Was natürlich super ist, und das meine ich jetzt wirklich von einem absolut objektiven Standpunkt, ist die Kombination, wie du es nennst, Schwugo, Schwul und Jugo, ist natürlich die Erfahrungen, die du hast, wenn du dir zum Beispiel outest, deiner Familie gegenüber, oder? Und allein dort schon einen wahnsinnigen Bruch gibt in den Klischees. Ist einfach, es klingt so blöd, aber das ist Gold wert, oder? Mit dem hast du schon so viel an Material. Aber auch das, es ist im Fall wirklich, es ist einfach mein Leben. Weißt du, es ist so. Es ist nichts gross, also natürlich tue ich so leicht übertreiben. Es ist einerseits, eben, es ist für mich einfach so ein gefundenes Fressen gewesen, wo ich mir überlegt habe, über was wollte ich eigentlich auf der Bühne erzählen. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, hey, eben, es muss authentisch sein, also es müssen Erfahrungen aus dem Leben sein, anders funktioniert es nicht. Yeah. Und natürlich besteht mein Leben nicht nur aus der Tatsache, dass ich schwul bin und aus meiner Herkunft. Aber es hat natürlich beides einen erheblichen Einfluss auf mein Leben gehabt und auf meine Identität und wer ich heutzutage bin und wer ich vermutlich noch sein werde, dann in Zukunft und so. Also es hat mich schon sehr geformt, natürlich. Von dem her, das ist ja das eine gewesen. Und das andere ist halt einfach auch wirklich gewesen, so, hey, ich will nicht auf der Bühne und irgendwelche Witze machen, die kein Mensch lustig findet, weißt du? Sondern ich will irgendetwas bieten, was es wie noch nicht gibt. Und ja, es hat sich, also eben darum, es ist wie so eine, es ist einfach nur logisch gewesen, dass ich das mache, also in dieser Form. Und genauso logisch ist es aber auch für mich gewesen, dass ich dann wirklich so nach, weiß auch nicht, den ersten 10, 15 Auftritten gemerkt habe, hey,
ich will nicht auf Ewigkeiten der Schwugo sein. Also weißt du, es hat dann auch angefangen, weißt du, dass mich Leute dann wie ankündigen, also, und jetzt kommt der Schwugo. Ich bin so, erstens, Alter, du hast mir voll die Pointe genommen von meinen ersten zwei Minuten, Mongi, weißt du. Yeah. Und das andere ist aber auch eben genau das, also weißt du, ich will ja dann wie nicht so den Stempel aufgedruckt bekommen von dem. Absolut. Weißt, und dann habe ich halt auch angefangen, halt auch wirklich schon auch immer kombiniert mit haha, ich bin schwul, haha, ich bin Jugo, aber dann halt auch darüber reden, wie ist es, älter zu werden. Yeah. Alle erzählen nur, wie es ist, alt zu werden, wenn sie 50 sind, aber mhm. mit 30 hast du auch schon so eine Schwelle überschritten, wo du wie so einen Unterschied merkst zu von 5 oder von 10 Jahren oder was auch immer. Weißt du? Oder weißt du, so früher ist alles besser gewesen. So ein bisschen die Nostalgie-Themen finde ich auch noch recht geil. Und, Ich glaube, dass mit dem Schwugo ist ja mehr zum, ich sag, den Teppich ausrollen. Ja. Oder? Und das finde ich eigentlich auch immer das Schöne an Stand-up, ist, dass wenn die Figur, also mit dem meine ich wirklich auf den Menschen auf der Bühne, ja, wenn die langsam einen Charakter hat und ein bisschen geformt ist, dann spielt das immer mit in allen Erfahrungen, wo dann nachher erzählt werden. Mhm. Eben, auch das Älterwerden ist trotzdem dann aus einem anderen Blickwinkel, trotzdem eine andere Perspektive, weil das bist ja du. Ja? Und darum hat zum Beispiel, der Charlie hat auch zwei, drei Jokes gehabt über so die 30. und so, und ich auch zwei, drei gehabt. Und dann habe ich also gemerkt, das ist so krass, wir haben alle das gleiche Thema, weil logischerweise ist das etwas, was einen beschäftigt, weil man merkt zum ersten Mal, dass man älter wird und so. Aber es sind komplett unterschiedliche Nummern, es sind komplett unterschiedliche Ansichten. Weil die Wahrnehmung vom Älterwerden halt für jeden anders ist. Und es bedeutet ja auch für jeden etwas anderes, oder? Es ist wie, absolut. Ja, keine Ahnung. Bei dir ist vielleicht das keine Ahnung, langsam. Dass ich Geräusche mache. Wie? Dass ich Geräusche mache, das ist immer gesehen. Ja. Wo ich auf der Firma so. Zum Beispiel so, das, genau. Ja. Und aber das meine ich dann eben, wenn dann die Menschen ein bisschen spüren, die Person. Die hat mir schon das erzählt, die hat schon erzählt, wie sie aufgewachsen ist und das und das. Das ist eigentlich wie bei einer Serie, oder? Mhm. Wenn du schaust, wie eine Serie über Jahre, Staffel für Staffel, mit der Zeit fast schon mit Inside-Jokes funktioniert, oder? Ja, und mit so Running Gags, die du in der ersten Staffel schon gehabt hast und dann immer wieder quasi. Absolut, und, ja, oder? Das habe ich mal gemerkt bei uns im Gimmi ist es mal darum gegangen, dass wir im Englisch haben wir können, ich weiß nicht mehr, ob Weihnachten gesehen ist oder irgendetwas Spezielles, aber da haben wir können eine englische Folge von irgendeiner Comedy-Show schauen. Und ich habe irgendwie Friends-DVDs dabei gehabt und irgendjemand hat Simpsons gehabt. Und ich finde Simpsons mega geil. Aber ich bin so stolz gewesen, weil es ist gerade die neue Staffel Friends gesehen und es ist die englische, es ist noch nicht auf Deutsch draussen gesehen, sondern es ist wirklich so, boah, es ist vor einem halben Jahr ist das nur in den USA gelaufen und wir haben es jetzt auf DVD. So, und dann hat es irgendwie abgestimmt worden und dann ist es irgendwie gesehen, weiß auch nicht, zwei Drittel sind für Friends gewesen, ein Drittel für Simpsons. Ja, ne? Und es ist irgendwie Staffel 8 oder so. Und dann geht es los und dann merke ich so, ah shit, die Menschen, die nicht für das abgestimmt haben, die finden es null lustig, weil die Hälfte der Jokes ist, ah, wir wissen schon, der braucht ein bisschen länger, wir wissen schon, der ist dreimal geschieden, wir wissen schon das. Weißt du, es ist alles aufeinander aufgebaut. Mhm. Und Simpsons, kannst du wirklich oft so, auch dort wissen die meisten Menschen schon, es gibt den Bart, es gibt den Humor, also es gibt Marge, es gibt Lisa. Ja, aber es ist wie so, also Simpsons hat man gleich aber, mehr kennt als, ich bin mehr Friends-Fan, also Friends ist für mich und du hast können, so. Und du hast können einfach so bei irgendeinem einsteigen, ja, genau. Es ist wie egal, oder? Es ist nicht Serial, sondern es ist episodic. Genau, und, genau. Und dort habe ich das dann so gemerkt. Und ich habe gemerkt, dass im Stand-up, dass eben, wenn du mal mehr als 5 Minuten auftrittst, dass du das ja eigentlich auch kannst machen. Du kannst eigentlich auch einfach etwas aufbauen und das dann immer wieder füttern. Und dann passiert so viel. Du baust ja einen Charakter auf quasi. Genau. Also und irgendwann einmal weißt du dann auch, okay, gut, eben der Schwuger wird jetzt über das oder das Thema reden. Yeah. Oh, jetzt wird er sicher also genau. Diese Einstellung oder so eine Einstellung das zu dem und dem Thema haben. Ja, das meine ich. Das sehe ich auch so, doch. Zum Beispiel der Mittermeier, der auch auf Englisch angefangen hat,
Am Anfang hat er so ganz klassische Deutsche, der lustig ist und, mhm. und hier Nazi-Witz und Zeugs und Sachen. Und dann hat er gemerkt, so, damit das eben irgendwie weitergeht und den nächsten Level kriegt, hat er dann einfach erzählen, wie er effektiv aufgewachsen ist. Wo dann so merkst, die ganze Welt weiß ja eigentlich gar nicht, was nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. passiert ist. Oder? Mhm. Und er hat den Zweiten Weltkrieg nicht mitgekriegt, ist aber danach geboren. Das heisst, er ist in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Das kann er berichten. So, und dann kriegst du auf einmal ein neues Level, kriegst neue Ansichten und das meine ich eigentlich auch bei dir. Das heißt, von dir kriegt man, wenn du dann anfängst, klar, am Anfang ist es einfach eben der Schwugo-Witz, sag ich mal, aber schon nur, wo du dann erzählst, eben wie du mit deiner Familie darüber redest, kriegt es eine neue Ebene. Ja. Ja, doch. Mal kann ich so unterstützen. Ja. Nein, ich habe jetzt einfach gerade müssen lachen, weil ich habe jetzt gerade über das Wochenende in Belgrad gesehen bin, an der Taufe von meiner Nichte. Oh, ja. Yeah. Und ja, es ist also schon. Es ist schon witzig, weißt du? Irgendwie, ich bin auch wirklich so noch davon gewesen, eben noch jemanden mitzunehmen halt dort. Und dann auch wirklich noch so irgendwie yeah. meine Schwogerin gefragt, hey du, ich nehme vielleicht das Date mit und so, bla bla. So, aha, ja, ich voll easy und so, du weißt, ich habe voll kein Problem. Und außerdem, weißt du, Grossmami Ivanka kommt sowieso nicht, also von dem her ist voll okay. also es ist immer noch. Und halt auch mein Umgang damit, also ich nehme sie jetzt wirklich mega mit Humor. Und ich yeah. glaube eben schon auch, dass Comedy mir da auch ein bisschen geholfen hat. Also ich glaube schon, es war so eine Art Therapie auch für mich, mhm. auch wirklich mit dem umzugehen können und yeah. auch wirklich Witz darüber können zu machen und das Ganze ein bisschen also mit so mit Humor zu nehmen. Weil lieben tun sie mich ja gleich alle. Also wirklich, yeah, yeah. sie sind auch wie, sie sind auch nicht homophob, würde ich jetzt sagen. Sie sind halt einfach haben gewisse traditionelle Vorstellungen yeah. und so, sind yeah. aber gleich relativ modern für das, dass mhm. sie von unten kommen. Und, ja, aber ich finde es dann eben immer wieder lustig, oder weißt du, wenn es dann wie heisst, eben auch die Grossmutter, die hat irgendwie, die ist jetzt so einem Alter, wo sie dann wie findet, so, ja, jetzt wäre es mal Zeit, dass ich stirb, ich habe jetzt alles gesehen. Und weißt du, dann yeah. mein der Cousin, der sich halt immer einen Spass daraus macht, hat wie gefunden, so, ja, aber hey, kannst doch nicht sterben, der Milan ist ja noch nicht verheiratet. Wir sind wirklich alle jetzt durchgehend verheiratet, dann yeah. alle mindestens zwei Kinder, gell? Nicht auf die Welt gesetzt. Und dann hat sie gesagt, ja, es stimmt schon, der Milanische und bla bla bla. Dann hat er gesagt, ja, also, hey, komm, machen wir etwas ab, du stirbst einfach nicht, bis der Milan eine Frau geheiratet, also bis der Milan geheiratet hat. Gell? Yeah. Also ist gut. Und dann schreibt er mir ein SMS und hat gesagt, einfach, dass es weisst, dank dir ist das Grossmami unsterblich. Und es sind halt so Sachen, weißt du, yeah. also es ist wie vor allem eben so meine Generation in der Familie, also alle meine Cousins und Cousinen, die sind, mein Bruder, seine Frau, die sind alle ultra cool, was das angeht. Yeah. Und selbst auch so, eben so meine Tanten und so, die haben einfach so ein bisschen Berührungsängste, weißt du, wenn es darum geht. Also weißt du, die würden mich jetzt hier nicht fragen, und hast du jemanden? Mm-hmm. Weißt du, die würden dann Sachen fragen wie, bist du glücklich? Ja. Yeah. Weißt du, oder wohnst du denn noch mit deinem Mitbewohner? Und es war wirklich mein Mitbewohner gewesen, und er war yeah. einer meiner besten Kollegen, und er war auch schon in Serbien gewesen mit mir. Yeah. Und die haben alle dann, weißt du, jedes Mal, wenn ich dann gesagt habe, das ist der Karim, mein Mitbewohner, yeah. und der Kollege so, Mitbewohner, weißt du, so Augenzwinkern. Yeah, yeah, yeah. Und jetzt gerade erst die eine, also die Frau vom einen Cousin, die eine Frau vom Cousin, das wäre auch lustig gewesen, die hat dann auch gesagt, so, ja, aber ich habe jetzt gerade letztens gesehen, du postest immer noch Bilder von dem mit den Brüllen, weißt du, wo du mal zu Belgrad gesehen hast? Ich so, ja, wieso nicht? Mhm. Das ist mein Kollege. So, weil du nicht zusammen wohnst. Ich habe gedacht, ihr seid nicht mehr zusammen, bist doch ausgezogen, weißt du, so, yeah. also, du merkst halt einfach durch das, dass wir nicht einfach, also so die Hemmung, um einfach über Sachen einfach normal reden, weil yeah. sie halt auch normal sind, yeah. die ist wie noch nicht gefallen oder mhm. nicht gefallen. Ob sie jetzt überhaupt irgendwann mal fällt, ist ja dann auch noch die Frage. Und durch das gibt es dann halt auch so ein bisschen Missverständnisse, die aber ganz lustig sind. Yeah. Und das wiederum gibt natürlich mega gutes Material für so ein Set, um auf die Bühne bringen. Ja. Ich glaube, es ist ja grundsätzlich so, dass vor allem innerhalb von einer Familie viel Sachen nicht so sind, wie sich gewisse Menschen die wünschen. Ja? Ich glaube, es wird halt alles, was mit in irgendeiner Art und Weise zwischenmenschliche Beziehungen zu tun hat, wird viel mehr
Wert drauf gelegt und es ist auch viel offensichtlicher. Weil eben, wenn du sagst, es kriegen alle, es heiraten alle, es kriegen alle Kinder, dann, dann ist es wahrscheinlich zu einem Teil, einerseits, dass du schwul bist, aber es ist wahrscheinlich auch einfach, dass du nicht heiratest und nicht Kinder kriegst, oder? Genau. Das ist fast gleich wichtig in der Gleichung sozusagen. Genauso wie wenn jemand nicht zum direkt vergleichen, aber merke ich zum Beispiel bei meiner Familie, hat es jetzt auch schon so Gespräche gegeben, und es wird dann halt so ein bisschen umschifft, aber es ist so wie klar, ich werde wahrscheinlich keine Kinder in die Welt setzen, oder? Das heisst, es ist dann, in dem Moment ist dann so ein bisschen, aber man umschifft es ein bisschen. Genau, und, wir reden nicht gerne genau, darüber. Und das ist dann halt einfach so ein bisschen, ja, ja, du, es ist jetzt halt so, weißt du? Und verstand ich auch in dem Moment zum Beispiel meine Eltern, ich glaube vor allem mein Vater hat das irgendwie noch cool gefunden, irgendwie so, ich bin der einzige Sohn, so Grosskinder, fand er, glaube ich, schon toll. Und soll ich dann noch den Namen weitergeben? Oder so? Nicht einmal, ich habe nicht seinen Namen. Ah, okay. Nicht einmal, das ist glaube ich, gar nicht so wichtig. Nein, ich glaube, der hat es einfach toll gefunden, Grosskinder, so, oder? Aber hat dann wie auch gecheckt, er kann nicht seinen Wunsch über meine Stelle, sozusagen. Und dann wird es auch nicht so ein mega Ding. Aber ich glaube, alles, was er mit Beziehungen so wieder zu tun hat, weil vielleicht sind auch Leute enttäuscht, wenn man irgendwie eine gewisse Berufswahl hat oder nicht hat oder keine akademische Laufbahn gemacht hat. So, das sind ja alles irgendwie Sachen, die sich irgendjemand mal in seinem Kopf festgelegt hat und wünscht. Und dann ist es nicht so. Aus welchem Grund auch immer. Oder? Ja, und es sind so ein bisschen die Erwartungen eigentlich. Und ich meine, ich glaube, in jedem Wohlfühl-Ratgeberbuch steht ja immer so als erstes so, hey, einfach keine Erwartungen an nichts haben. Und weißt, so ein bisschen, und, oder auch so in diesen, ich weiß auch nicht, so eben fühl dich wohl Kalender, weißt du, wo jeden Tag irgendein lässiger Spruch drin steht oder so. Ich glaube, überall hat es das mindestens einmal so eben die Erwartungen zurückgeschrauben, weil dann bist du auch bereit, um quasi dem Leben entgegen zu stehen. Es hat ja tatsächlich etwas. Es ist ja. Ja, ja, absolut. Ja. Alle diese Sachen haben tatsächlich etwas, muss ich fast schon sagen. Also es ist, weißt du, irgendwie, wenn meine Mami mir in die Geburtstagskarte schreibt, nur die Mutigen werden vom Glück verfolgt, Milan. Dann klingt das ultra cheesy, aber es stimmt halt schon. Also, weißt, und außerdem bedeutet es einfach, lass mal ein paar Eier wachsen, junger Mann. Weißt du? Ja, es ist schön verpackt. Ja, ja, absolut. Ja. Sehr schön verpackt, ja. Aber so ziemlich genau das wäre die Aussage. Ja. Das ist schon noch spannend. Aber eben darum, ich finde all das mega geil. Und wie du vorher gesagt hast, ist es auch ein bisschen Therapie. Das heisst, einerseits hilft es dir, aber andererseits ist es auch für Menschen, die dich schauen, ist es einfach huere geil, weil man kriegt eine Einsicht in deine Welt. So, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste bei Stand-up. Und ich glaube, ja, das sicher auch. Und eben, es ist, eben mir gibt es ja ein gutes Gefühl. Ich meine, eben, also, ich mein, Stand-up machst du halt wirklich aus Freude an der Sache. Also, du machst es ja nicht unbedingt wegen Geld oder wegen Fame. Ja, ich schon. Ja. Seht man. Schaut er mich an und findet, kann nicht sein. Aber hey, durch jedem das sein. Ich habe gesagt, ich mache es wegen dem. Okay, gut, ja, da muss ich durch gehen, ja. Nein, eben, also ich mache es natürlich schon auch, weil mir voll einer abgeht, natürlich, wenn ich irgendwie auf der Bühne stand und irgendwie die Leute über die Sachen lachen können, die ich erzähle. Ich bin aber auch immer, es gibt mir auch immer noch so einen zusätzlichen Balsam für die Seele Moment, weißt, wenn irgendwie dann so die Hardcore-Bros, die irgendwie im Publikum sind, weißt, wo wahrscheinlich noch nie irgendetwas mit einem Schwulen zu tun hatten, dann irgendwie zu mir genommen, finde ich, Bratte, voll geil gewesen, ich schwöre auf alles, weißt du? Und das sind eigentlich genau so Typen, wo ich irgendwie, weiß auch nicht, Angst hatte, wo ich 14, 15 sehe, dass ich mich jetzt jeden Moment verprügle, weißt du? Ob jetzt mit gutem Grund oder nicht, weißt du, wie ich meine? Irgendwie so. Und das sind dann aber dann die, und dann finde ich wie so, okay, gut, hey, weißt du, Milan, vielleicht hast du jetzt auch noch ein bisschen etwas gemacht, im Sinn für deine Community, wo du halt auch dazugehörst und so ein bisschen denen Leuten eben so ein bisschen ein Queer-Thema neu gebracht hast, wo es auch nötig hätte, sich damit auseinanderzusetzen, es aber niemals so von sich selber aus würde machen. Weißt du, also es ist jetzt einfach sehr, sehr
schubladisierend denkt und erzählt. Aber das aber ist dann auch so. So das, was mir durch den Kopf geht. Und dann finde ich, okay, gut. Du kannst ja, du solltest ja auch in irgendeiner Art und Weise können Brücken schlagen. Weil so vor das Jahr, man sieht es natürlich in Extrem sieht man es in den USA, aber weil das meiste von Entertainment dort kommt, aber es hat natürlich schon etwas. Also weißt du, wenn ich zum Beispiel überlege, wie, was ist gesehen? Lil Nas X, der absolute Überhit macht mit dem Country. Nein, davor hat es, ist ja erfolgreich geworden überhaupt. Wie hat der Kaiser? Old Town Road. Ja. Ja, also. So, Country, Trap Beat, also schlägt er schon mal eine Brücke zwischen zwei. Mit dem Billy Ray Cyrus. Mit Billy Ray Cyrus, schon absolut so der Country Dude, oder? Mhm. Wo wirklich oft so für ein kaltes Bier und ein Pickup Truck mit einer abgesägten Schrotflinte steht, oder? So. Macht mit dem und dann stellt sich raus, die Leute haben nicht gewusst, der ist schwarz, die Leute haben nicht gewusst, der ist schwul. Und hat sicher ein paar von diesen Pickup-Truck-Dudes verärgert, hat aber wahrscheinlich bei Bahnen auch ein bisschen Brücke geschlagen. Dass sie dann eben so, kann ja auch noch easy sein. Oder? Genau. Heißt jetzt nicht, so das Klassische, ich muss jetzt nicht mit denen gerade umhängen und bla und bla, aber ich kann ja trotzdem mal das Lied hören und es irgendwie in meinem Pickup-Truck ein bisschen lauter machen. Oder? Aber genau das ist ja auch so ziemlich jeder Musiker aus den 70er, 80er, von denen man eigentlich, von dem man gewusst hat, also eigentlich steht der schon auf die Hüppe. Ja. Yeah. Aber es war schon eine andere Zeit gewesen, man hat nicht öffentlich darüber geredet. Yeah. Also weißt du, angefangen von einem Boy George, der ja irgendwie ganz lange ja nicht geoutet war. Ist das so? Offiziell. Yeah. Oder ein, soviel ich weiss. Ja. Yeah. Aber es hat einfach wie so voll okay gewesen, dass du jetzt einfach so einen geschminkten Typ da hast. Yeah. Wo, alle Georges, auch der George Michael. Zum Beispiel, yeah. Ja. Oder Freddie Mercury, weißt du? Yeah. Also gerade jetzt, gerade alle drei Sänger sind gehören so zu den Top 5 von den Lieblingssängern von meinem Vater zum Beispiel. Mhm. Und eben, mein Vater ist so wirklich der klassische Jugo von Dunne, wo zwar dort sich ein bisschen unterschieden hat von den anderen, weil er halt eben so Musik gehört hat und nicht eben nur Folklore und weiss auch nicht was. Und gleich aber so ein bisschen seine Haltung und seine Meinung bezüglich gerade jetzt LGBT-Themen hat und so. Und eben, wir haben es ja gleich gut miteinander. und er kennt auch mein Comedy-Zeugs und er findet so, er schmunzelt dann schon auch ein bisschen. Yeah. Und weißt du, so ist es ja nicht. Aber er ist schon da. Das ist schon viel, wenn der Vater schmunzelt. Absolut, ist absolut. Und er hat auch mal für ein Foto hergehalten, wo ich mir eine Barbie gekauft habe. Wie gefunden, kannst du mal ein schnelles Foto mit mir machen? Ich brauche das für irgendeine Story. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Foto gemacht habe. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt musst du die Augen verdrehen, weißt, wenn ich irgendwie so mit meiner Barbie gestanden bin. Also weißt du, oder so Zeugs macht er dann schon. Aber was ich dir sagen ist, wie ihm ist dann wie damals, wie so. Er hat gewusst, weißt, dass das jetzt homosexuelle Männer sind, aber es ist ihm wie egal gewesen, weil es halt einfach gute Musik ist und weil für ihn ein Freddie Mercury ein Musikgott ist und Punkt. Weißt, da muss man gar nicht darüber weiter diskutieren, wenn ihm jetzt irgendeiner würde kommen und sagen, oh, der ist Schwule, das ist so ein AIDS-Kranker, all das Zeug, weißt, das würde er gerade so abblocken, weißt. Und ich glaube, das ist halt, das sind auch schon Brücken gewesen, die geschlagen worden sind, weißt. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist je mehr im Bewusstsein von den Menschen sich das durchmischt. So hörst du auch immer, in jeder Fußballmannschaft hat es statistisch ein bis zwei Schwule. Und dann hörst du auch von Leuten, die Fußball spielen, die sagen, ja, ich weiß auch, bei zwei weiß ich es jetzt in unserer Mannschaft so. Und je mehr das auch im Bewusstsein nach außen sich durchmischt, wenn jetzt irgendwann mal tatsächlich in amerikanischen Sportarten haben sie angefangen. Es gibt einen NFL-Player, noch einen aktiven, der sich geoutet hat. Aber im Fußball sind es immer nur retired, bis jetzt. Aber wenn das dann irgendwann mal anfängt, als eins von 100.000 Beispielen, aber ich glaube, je mehr sich es auf dem Bewusstsein der Menschen durchmischt und es ist ja eigentlich mega dumm, dass wir überhaupt über so etwas diskutieren. Aber das ist eigentlich. Voll, ja. Eben, aber das ist eigentlich genau der Punkt, dass je mehr das passiert, desto normaler ist es auch in Köpfen von Menschen,
wo es jetzt als nicht normal gesehen. Das genau. ist eine. Und es ist eben, natürlich, du und ich müssen wahrscheinlich nicht über das reden, aber Brücke schlagen, vielleicht hört das jetzt jemand, der so findet, ah, stimmt eigentlich. Genau. Und das geht es eigentlich. Und das ist eigentlich das, weißt du, solange es halt so Leute gibt, ist das Thema auch nicht gross durchgecatcht, weißt du, wie ich meine? Also genau. Ich glaube, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stand und meine klassischen Schwugowitze mache und keine Sau darüber lacht, weil sie alle wie finden, so, hey, also eigentlich ist das so ein bisschen 2000 and late. Ja. Yeah. Dann sind wir an einem mega, mega tollen Ort. Also weißt du, an einem mega guten. An einem mega guten Ort in der Zeit quasi, weißt, wenn wir das erreichen. Das wird aber jetzt noch ein Moment gehen. Und du hast eine super Ausrede, falls du irgendwann mal scheiß Comedy machst, sagst, hey, die Gesellschaft ist so. Bravo, weit. Yes! Sehr gut. Oh mein Gott, ja. So einfach. So einfach. Ich weiß nicht, also dürfen wir, wenn wir von deinem Doppelleben reden, dürfen wir vom anderen Leben auch schwätzen. Was du eigentlich machst? Nein. Nicht? Okay. Okay, also dann sage ich so, was du dort machst, wissen die, dass du schwul bist und dass du Comedy machst und dass du so Witz machst? Ja. Das schon? Ja, ja. Also alle meine Mitarbeiter, die sind schon sehr oft an Comedy Nights, also an Open Mics und so gekommen. Mhm. Mein ehemaliger Chef ist ein mega, mega, mega grosser Stand-Up-Comedy-Fan gewesen. Also immer noch. Ganz liebe Grüße an Christoph an dieser Stelle. Und wir haben dann auch zu seinem Abschied ist dann auch die Idee gekommen, dass ich dann quasi so ein Stand-Up-Ding für ihn mache. Und dann quasi über die Institution, wo ich arbeite, halt auch so ein bisschen 10 Minuten Programm mache. Und wir haben ihm dann auch, ich glaube, für... Was ist das für eine Show? Ich weiss, dass irgendwie der Hamza Raya, glaube ich, dort noch auftreten ist. Stand-up hat es einfach geheißen. Stand-up Ausrufezeichen, so irgendetwas. Ja. In Bernhard. Im Bernhard Theater, genau. Hat es einen ganz geilen Moderator gehabt namens Joel. Ah, bist du das gesehen? Ein Mensch. Also du, Joel, oder gibt es noch einen anderen? Nein, also es kommt halt ein bisschen aufs Jahr drauf an, aber seit der Bar ja mal das. 2018, echt? Das könnte gerade noch der Zuko gesehen sein. Ja. Ich glaube, dort hat es noch der Zuko moderiert, ja. Also auf jeden Fall voller Support von meinem Geschäft und von den Leuten dort und... Also weißt du, ich konnte dann auch mal irgendwie eben easy auch können sagen, hey, ich würde gerne morgen 2 Stunden später kommen oder so. Weil ich heute oben irgendeinen Auftritt habe und so. Und die wissen auch, dass mir das wichtig ist von dem her. Ja, die haben sogar über Stand-up geschwätzt beim Ischakes-Gespräch? Nein, das nicht. Nicht? Nein, das nicht. Sondern, wo hast du das gesehen? Du hast mir irgendetwas erzählt von deinem Chef, wo... Eben, weil er so Stand-Up-Fan ist, hat er von Stand-Up geschwätzt. Nicht bei der Bewerbung. Egal. Ja, aber im Fall jetzt, nein, das war bei so einem Pensengespräch. Aha. Ja. Ja, genau. Und dann hat er mir angefangen, eben Videos vom Hamza zu zeigen, von dir auch etwas. Ich habe auch gefunden, so, kennst du den? Und weißt du, und eben den finde ich noch mega witzig. Und der Kiko, das ist ein guter. Und ja, von dem her. Mega selten für mich vom Gefühl her, dass es Menschen gibt, weißt, wo sie richtig informiert sind über die Schweizer Comedy-Szene. Mega, aber du siehst, dass er ein mega eingefleischter Fan ist. Voll. Also eben, wenn er dann wirklich über das informiert ist und so. Und das merke ich aber, dass das immer wie mehr kommt, weil halt eben die Comedy-Szene sich auch recht frisch formiert hat. Und in einem konstanten Wandel ist, dass wirklich so mittlerweile du Leute hast, die einfach so ein bisschen wissen, okay, das ist die Person, macht eher das und sich das so langsam aufbaut. Oder? So wie früher noch wir einfach vor plus minus 3 Komiker gewusst haben, oder? Wird das natürlich jetzt viel, viel segmentiert und es hat viel mehr Platz für alles Mögliche. Mhm. So,
Ich glaube, das macht es schon extrem aus. Weil Menschen, wie zum Beispiel der Kiko, wie auch du, die sich dafür interessiert haben, haben nicht einmal mitgekriegt, dass es die Szene gibt. Das ist faszinierend. Das ist crazy. Und ich muss halt einfach auch noch sagen, ich bin halt... Eben, also ich bin voll... jugomässig, blöd gesagt, aufgewachsen und dementsprechend auch keine Ahnung hatte, was SRF ist. Und irgendwann einmal dann aber wie mitbekommen, dass es SRF gibt, aber dann auch nicht wirklich Interesse daran hatte. Ja. Ausser das SRF 2 natürlich, weil dort alle geilen Filme gelaufen sind, ohne Werbeunterbrechung. Also weißt du, wenn es auf Pro7 gelaufen ist, hast du einfach auf ORF 1 oder auf SRF 2 geschaut. Ja. Also, und ich glaube, das ist halt auch, weil ich meine, jetzt auch gerade so irgendwie. Die Talent Stage gibt es ja eigentlich auch schon seit Jahren. Mhm. Aber wirklich so mitbekommen, dass eben gerade das SRF so mit Comedy und so zu tun hat, habe ich vor 3 Jahren, 4 mhm. Jahren vielleicht. So. Ja, gut, aber dann haben sie schon einmal einen grossen Sprung gemacht. Schon, oder? Ja, ja. Es ist so jetzt auch ein Wechsel, also ein bisschen. Ja. Ja, Growing Process geht. Das macht natürlich extrem viel aus. Mhm. Ich sehe dort drin auch immer ein bisschen die Gefahr, dass. Noch nie ultimative Qualität an die Menschen gebracht wird. Und dass mit dem dann auch wieder, ich sage jetzt mal, in der Auffassung von den Leuten Verwässerung kann geben, oder? Weil alles immer noch Comedy genannt wird. Und Menschen, die nicht so informiert sind, nicht den Unterschied machen zwischen die Person steht seit 10 Jahren auf der Bühne und hat schon so und so viel Programm gemacht und so viel Fernsehauftritt und die Person hat ein paar Open Mics gespielt und kriegt jetzt den ersten Fernsehauftritt. Mhm. Also die machen wirklich einen Unterschied, oder? Und dann wird es oft unter Comedy abgestempelt. Dort sehe ich zum Teil ein bisschen Gefahr in dem Ganzen. Aber das haben wir schon x-mal besprochen. Viel wichtiger ist natürlich schon, dass einzelne Leute können Plattform haben, um wirklich ihr tolles Zeugs genau. zu präsentieren. Nein, darum. Ja. Also ich bin sehr dankbar, gibt es so etwas. Und weißt du, dass es auch, so auch immer wie mehr von den Leuten einfach so ein in der Mainstream-Sphäre, sag ich jetzt einmal, weißt, wie wahrgenommen wird. Yeah. Weißt, und eben nicht nur Leute, die halt einfach wirklich mega heiß auf Stand-up sind und dementsprechend sich halt einfach informieren und dann genau wissen, wo läuft gerade was. Sondern voll. Halt wirklich, dass Herr und Frau Schweizer wie mitbekommen, es gibt so etwas wie eine Comedy-Szene, auch wenn sie dann wie so Wutbürger mega hässig irgendwelche blöde Kommentare auf Facebook dann unter jedem Video schreiben. Das ist nicht lustig, warst du schon mal im Militär? Oder so. Bei Matteo, gell? Nein. Ja. Schon in dem, ich einfach musste denken, okay, gut. Aber das ist natürlich... Mit so 10 Ausrufezeichen und dazwischen noch so ein paar Einser und so. Yeah. Das sind schon 3 Punkte, sind es 3 Kommas, weißt, so die Kommentare. Ja, yeah. Aber das ist natürlich auch, das ist immer ein bisschen ein Problem, da kommen wir wieder auf Facebook. Aber ich glaube, ein großer Fehler ist gesehen, dass irgendwie, ich glaube, es ist entweder immer noch der Jacobo Müller Account, oder es ist der Jacobo Müller Account gesehen, wo sie dann irgendwie umgeformt haben. Okay. So. Und das ist natürlich dann immer schwierig, weil das sind Menschen, die haben Jacobo Müller toll gefunden. Was ja auch immer, es ist ja immer, wenn es nicht mehr um ihn ist, findest du es nochmal toller, oder? Weil wo Jacobo Müller frisch rausgekommen ist, haben sie alle disst und haben sie alle schlimm gefunden. Und die zwei, hat es dort schon geheißen, so langsam washed up. Der Unterecker ist gelobt worden, aber ich weiß nicht, die Kritiken sind verheerend gewesen. Wie immer, wenn etwas Neues kommt. Oder? Mhm. So, und dann läuft es ein paar Jahre und nach ein paar Jahren heißt dann irgendwann, nein, wieso hört das jetzt auf, das Beste ever. Das ist doch Comedy. Genau, gesehen. Das ist richtige Comedy gesehen. So. Und das meine ich überhaupt nicht wertend, ich liebe Jacobo Müller. Absolut, Sondern es ist dann einfach, das gibt es nicht mehr. Und dann wollen sie natürlich das. Und dann kommt ab und zu auf Facebook ein alter Jacobo Müller Sketch und dann kommt eben auch ein Auftritt von der Talent Stage. Das heißt, völlig unabhängig davon, ob das jetzt ein guter Auftritt ist oder nicht, ist es einfach schon mal nicht das für die Menschen. In dem Moment, oder? Und danach resultiert es darin, dass die Menschen dann so, eben, was soll diese Scheiße, das soll lustig sein, das ist keine Comedy, da, oder? Genau. Und ich glaube, dort muss man vielleicht auch noch in irgendeiner Art und Weise mal eine Brücke schlagen. Und jetzt schaut er sich wieder an. Nein, und das sehe ich natürlich oft bei Mixed Shows, weißt du, wo irgendwie, keine Ahnung, der tritt dich mit der Helga Schneider auf und der Sven tritt noch auf. So, zum Beispiel. Da können auch verschiedene Menschen im Publikum irgendwie zusammen, weil sie wie verstehen,
Helga Schneider, das ist der absolute Kachel. Und dann aber, da kommt etwas, das spielt etwas anderes. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, der erzählt jetzt eine Geschichte aus seinem Leben. Und es vermischt sich dann immer wie mehr. Mhm. So, und ich glaube, das braucht es schon. Weil sonst sind die Menschen eben auch ein bisschen überfordert. Weil was wir uns gegenseitig erzählen, was wir alles wissen in dem Moment, das kann man ja nicht erwarten. Sondern die schalten wirklich, die schalten nicht mehr ein oder die sind eben irgendwie auf Facebook und es kommt ein Video und es steht nicht mehr Comedy. Und der ganze Kontext dazu fehlt ja. Genau. Also, mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wer du bist, wer ich bin, was das jetzt Ganze soll. Also weißt du, wie ich meine, du bist schon wie nicht live dort vor Ort. Das ist wie so das Phänomen vom über einen Film lachen im Kino versus daheim den Film schauen. Ich finde, im Kino finde ich, die kann die Komödie noch so blöd sein und noch so scheiße. Yeah. Aber ich würde gleich öfters, wenn überhaupt, aber ich würde sicher mal laut rauslachen als daheim. Absolut. Auch wenn ich ihn lustig finde, daheim, aber ich bin halt daheim. Es ist wie so, du bist auf deinem Sofa. Was ist daran lustig? Also, weißt, und so das Setting ist schon ganz anders. Und die Atmosphäre und alles, es nimmt dich quasi wie anders. Weißt? Und dementsprechend eben, wenn du jetzt irgendwie. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt im Publikum sitzt von einem Stand-up oder gerade auf der Schisse hockst mit dem Handy in der Hand und dann eben gerade. Nach dem Jacopo Müller Video dann irgendwie noch ein Stand-up Video von einem Milanski anschaust und du findest Scheiße, Mann. Weißt du? Also ja, es ist. Yeah, ich glaube, das hat halt auch mega viel damit zu tun. Ich glaube, Set und Setting. Absolut. Ich meine, es fängt ja schon damit an, wenn du überlegst, Kino ist ein super Beispiel, weil du überlegst dir ja spezifisch. Gehe ich diesen Film schauen oder gehe ich diesen Film schauen und danach zahlst du Geld, dass du dann im Kino hockst und dir das Erlebnis gibst. Obwohl das Kino trotzdem nicht eine Live-Show ist, sondern eben du entscheidest dich aufgrund von irgendwelchen Kriterien, ich will jetzt diesen Film sehen mit anderen Menschen. Es gibt natürlich Action, hat sicher der Vorteil, weil du eine große Leinwand hast, weil es gut über die Anlage bummst und so. Aber du findest, das ist ein Erlebnis, ja. Ich bin mal an einer Star Wars Premiere gesehen, bin kein großer Star Wars Nerd, aber irgendeine von diesen X Episoden, die wo der Darth Vader entsteht, ja. Und dann bist du halt irgendwie um 23:30 in der Nacht, bist du irgendwie in einem vollen Kinosaal und wenn der andere dann zum ersten Mal macht, die Reihen alle durch, das ist natürlich ein anderes Erlebnis, oder? Ja. Und bei Comedy kommt eben der große Faktor dazu, du checkst es nicht, bis du es erlebt hast. Weil Kino, verstehst du so quasi, eben, ich gehe jetzt den Film schauen, unter anderen Leuten, ja, aber wenn ich eine bitterböse englische Komödie in London schaue, in einem kleinen Kino im Leicester Square und die Leute verrecken vor Lachen, ist es trotzdem etwas anderes, als wenn ich es dann zu Basel im Kultkino schaue und die Menschen so ein bisschen so, also weil allein dort schon nicht mehr perfekt das Zielpublikum. Genau. Und die Leute, eben, es ist eine mega Sache von der Aufnahme quasi, von jeder einzelnen Person selber und was sie damit machen. Und eine Comedy-Show ist effektiv, wenn Menschen etwas erleben, wo wirklich Energie entsteht, oder? Wo man kann sich das nicht vorstellen, aber zum Beispiel der Auftritt, den wir zusammen hatten, das ist in Olten auf einem fucking Dorfplatz, wo noch irgendwelche Glocken bimmeln und Zeugs und Sachen. Und trotzdem kann etwas entstehen. Also weißt du, und das kannst du nicht glauben, wenn ich ein Video schicke, wie irgendwie dort Glocken bimmeln und besoffen irgendwie rumlabern, hast du das Gefühl, das kann ja nur eine Katastrophe gewesen sein. Aber nein, stimmt nicht. Sondern du hast mit, zum Beispiel bei deinem Auftritt, hast du mit ein paar Leuten mega connected. Das hat man richtig gemerkt, wie sie gefeiert haben, was du erzählst und du auf sie hast können reagieren. Und dass es so eine einheitliche Energie gibt in dem Moment. Ja, voll. Aber wir müssen jetzt gleich einfach schnell über die Kirchenglocke reden. Ich meine, die hat am, was, 8:45 hat die angefangen zu läuten. 8:45, was ist das für eine Zeit? Ich weiß nicht genau. Und für 10 Minuten, die hat einfach durchgehend geläutet, weißt du, so wie, also ob sie uns irgendetwas hat wollen sagen, so, ich glaub, haltet ich glaub schon, eure Fresse. Genau. Ich glaube schon, dass irgendeiner einfach den Knopf gedrückt hat,
zu sagen, hey, hört auf mit dieser blöden Comedy-Show. Also, es ist crazy. Nein, das muss man jetzt einfach mal ganz schnell gesagt haben. Es hat weder am Punkt 8 gelitten, noch am Punkt 9, noch am Punkt was? Halbe 8, nichts. Es hat also am, doch, die einzelnen, halt so die normalen. Nein, es ist nichts gewesen. Doch, im Ernst. Ja. So eine Ding-Dong halt, aber nicht okay, einfach, also ein nicht einfach 10 Minuten lang. Am 9, nein, am 8.34 hat das angefangen, auf die Uhr geschaut. Ja. Okay, sau strange. Ja, okay, gut, weißt du, halbe Glocke, das geht jetzt, was läutet da? Ja. Um halbe Leute zweimal normalerweise. Ja, das ist. Ja, heavy gesehen. Also nicht für mich, ich habe ja dann eine Minute Auftritt schon hinter mir gehabt, Gott sei Dank. Aber, Nein, aber das ist ein Beispiel gesehen. Also das hat einfach, eben egal wo, egal wie, Menschen können schon x Comedy-Shows gesehen haben, Fernsehen, Netflix, da mal so. Aber das effektive Erlebnis, wenn Energie entsteht mit Leuten, genau. Das Live-Erlebnis, wahrscheinlich achte ich mich jetzt auch noch mal mehr drauf, nachdem jetzt eineinhalb Jahre wie nichts von dem gesehen ist. Oder nur sporadisch. Aber ich glaube, das ist schon noch mal ein anderes Level. Und dort fängt das sicher zusätzlich an. Dass eben, man polt sich wie ein, wenn du etwas gehst, schauen gehst. Und wie Musik auch. Musik kannst du hören. Und das hat schon mal einen anderen Effekt, wenn du es auf einer guten Anlage hörst versus auf dem Handy und es hat nochmal einen anderen Effekt, wenn du siehst, wie eine Sängerin eine Connection aufbaut und wenn du siehst, wie... Und auch dort nochmal der Unterschied, ob die Sängerin das jetzt im Hallenstadion singt und du irgendwie in der 15. Reihe bist, genau. Oder ob du in einer Unplugged-Session irgendwo voll intim sitzt und voll. Genau die gleiche Sängerin das Lied dann singt. Also es ist... Ja, voll. Es hat schon sehr viel mit, ja, auch wieder mit Set und Setting zu tun, so ein bisschen. Ja. Yeah. Set und Setting, so könnte es Solo heissen. Finde ich nicht schlecht. Ja, darfst es haben, ich erlaube es. Nein, ich mache Sekt und Setting draus. Okay. Das muss, wenn das Sekt stimmt. Sekt und Setting. Ja, Sekt und Setting. Es könnte auch ein ganz cooler Kleiderladen sein. Ja. Wie hat das geheißen? Hätte ich so eins gegeben, Sekt und irgendetwas? Was ich mit dir geheißen habe. Ich weiß nicht. Mir fällt jetzt einfach pompös ein vom Glöckle. Ich weiß auch nicht warum. Sekt irgendwie passen, hat das gerade so zu ihm passt. Falls du noch mit deinen Lippen kannst schlürfen. So. Scheiße, der Glöckle. Du lügst dich einfach mega geil an in dem Ding, gell? Es ist Wahnsinn. Oh mein Gott. Was wir noch nicht groß besprochen haben, wir sind zwar beide von Basel. Ich empfinde dich in meinem Kopf aber nicht wirklich als Basel, weil du bist halt seit wie vielen Jahren in Zürich? 9. 2013, das sind 8 Jahre. Und bist dann, warum auf Zürich gegangen damals? Eigentlich zuerst auf Vinti. Weil ich dort studiert habe. Ja. Yeah. Und irgendwie halt, ja, wie es halt so als Basler ist, du kennst halt wie den Rest von der Schweiz eigentlich gar nicht. Es existiert nur Basel. Und dann die deutsche und die französische Grenze. Ja, genau. Und dort gehst du eigentlich nicht unbedingt an, weil du ausgeräumt wirst. So ein bisschen der Classic. Oder auf Deutschland gehst du einkaufen. Nimmst am besten noch die ganze Familie mit, weil pro Kopf kannst du natürlich plötzlich mehr mitnehmen. Gell? Ah, stimmt, also so stimmt, ja. Zollmässig. Ja. Darum haben wir alle immer müssen mitgehen, wenn der Vater gegangen ist, einkaufen. Am Samstagmorgen, hey, was für ein Pain. Auf jeden Fall, ich bin dann auf, also ich habe in Vinti angefangen zu studieren und alle coolen Leute, die in Vinti angefangen haben zu studieren, sind dann aber gleich auf Zürich wohnen. Ja. Und ich habe das halt einfach nicht gewusst. Also, dass man das so macht. Und darum bin ich auf Vinti gezogen, habe es aber mega cool gefunden. Also, ich finde Vinti eine mega geile Stadt. Mhm. Mega coole Leute, coole Partys auch. Recht so eine nice Rave-Szene, muss ich sagen. Mhm. Bin dann aber ein Jahr später habe ich das abgebrochen, also ein anderes Studium angefangen und dann auf Zürich gezogen. Es hat dann wie so keinen Sinn mehr gemacht, im Winterthur zu wohnen. Ja, yeah, klar. Und dann auf Zürich, dort das Studium gemacht und danach halt einfach gerade da geblieben. Irgendwann mal hast du, also ja, ich habe mich dann recht. Ich war recht verwurzelt hier, bin immer noch und habe wirklich mehr so mein soziales
Netzwerk quasi aufgebaut und dementsprechend halt gerade da geblieben. Ja. Yeah. Und ich finde es halt auch geil. Also, ich liebe Basel über alles, Zürich mag ich aber auch sehr. Ja, weil, lustigerweise hat zum Beispiel ein Kollege von mir auch in Winterthur studiert und in Winterthur gelebt. Er ist dann aber trotzdem sehr oft übers Wochenende auf Basel gekommen. Und also hast du gemerkt, es hat ein bisschen Heimweh. Weißt? Ja, ja. In dem Moment, wo ich weggezogen bin, bin ich im Fall, glaube ich, der grösste Basler-Fan geworden, den ich auch sein konnte. Yeah. Da bin ich so der typische «Nein, alles ist scheiße da und es läuft nichts und alle Clubs sind zu und das Nordstern ist zu und das ist zu.» Weißt du, so ein bisschen, diese Schiene bin ich gefahren ganz lange. Yeah. Und dann, kaum bin ich weg von Basel, war für mich Basel das Grösste. Gewesen. Und ich bin halt auch dort in einer sehr langen Beziehung gewesen. Ich bin dort, glaube ich, 4,5 Jahre zusammen mit meinem Ex. Und, er ist halt auch Basler und dementsprechend bin ich halt einfach jedes Wochenende zu Basel gesehen, auch unter anderem wegen ihm. Yeah. Und ja, erst eigentlich, wo das auseinander ist, habe ich mich überhaupt auch, habe ich auch überhaupt auch Lust gehabt, mich auf Zürich einzulassen. Vorher ist es halt einfach nur so gesehen, so mit Vinti sowieso, weil es halt auch nochmal kleiner ist und ja, so ein bisschen, eben verglichen zu Basel, eben kleiner. Yeah. Und, Faszination Zürich hat dann wirklich erst dann angefangen, wo ich dann wieder Single gewesen bin. Und bis dort an. Dann ist sicher sehr faszinierend, Zürich. was ich in Winti geil gefunden habe, wo ich dann mal besucht habe, sind wir in, wie hat er geheißen, Garden Club. Kennst du den? Einen? Ah! Nein. Wow. Nein, shit, jetzt habe ich eigentlich kennen, aber nein, ich kenne nicht. Christoph, kannst du mal googlen? Also ich weiß, es gibt ihn nicht mehr, aber ich glaube, er hat Garden Club Hey, aber warte, jetzt dort... Das ist so ein bisschen wie das Fame gesehen, einfach von Vinti. Es hat, es hat so, irgendwie so ganz viele so komische Pflanzen gehabt. Ist das nicht ein Bolero gewesen? Vielleicht, ich weiß nicht. Dort sind eben immer die Studentenpartys gewesen. Ja, es ist jetzt ein Studentenclub gewesen. Ja, genau, so ein bisschen Singerhaus, Fame-mässig. So, kennst du die sehr, sehr biegsamen Plastikbecher? Ja. Da kriegst du irgendwie oft für ein paar Stutz, kriegst du so irgendwie so eine Wodka Tonic in so einem, oder? Oder Wodka Orange. Also ich habe noch etwas gefunden. Ja. Das steht, das heisst sie jetzt 84. Oh, 84. Moment. Ja. Aber ja, das ist ein gesehen, der Garden Club. Ja. Yeah. Also auf jeden Fall in dem sind wir mal gesehen. Und gerade beim Bahnhof gibt es noch so eine völlig abgeranzte Bar, so ein bisschen Rocker-mässig mit so. Ist es Gotthard? Irgendwie Stube? Nein, nicht Stube. Fuck, wie hat das geheißen? Irgendetwas 57. Hinterhof, Hinterhaus. Nein. Aber, also. Knelle? Ich bin nämlich in Knelle 13. Ich habe gerade dort gewohnt. Ja. Yeah. Und da bin ich mega oft dort angegangen, um zu fragen, ob sie dort etwas rauchen haben. Ja. Sie haben mir nie etwas gegeben. Es war voll so ein eingefleischtes Sektengrüppchen. Ich habe dann gefunden, also, nein, dem geben wir sicher nichts. Ah. Und mein Mitbewohner, der, also mein damaliger, der hat unglaublich gut geschrieben. Der hat auch so seine eigenen Geschichten geschrieben. Und, okay. So. Und dann ist er einmal eins ziehen in so einer Kontaktbar gerade dort. Und hat dann irgendwie, weißt du, dann ist er so gekommen und halt so voll der poetische Träumer, den er halt gesehen hat. Also, weißt du? Und dann habe ich mit der Prostituierten geredet und die hat mir von ihrem Leben erzählt. Also, jetzt im Ernst, Alter, so wirklich. Ja, also das sind so meine Erlebnisse in Winterthur. Und ich bin dann nachher aber schon auch viel, also eine von meinen wirklich besten Kolleginnen lebt immer noch in Winterthur. Ja. Und da bin ich mit ihr amigs also Raves, also ins Krafti und das war es gesehen, ins Krafti bin ich. Aber das Krafti ist echt geil, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also jeder, der irgendwie... Das Krafti. Also das Kraftwerk. Glaube ich. Genau. Recht cool. Gibt es nicht auch noch eins in Zürich? Das Kraftwerk? Ja. Yeah. Ja, aber es ist ein Restaurant, glaube ich. Das, was da beim Schiffbau ist, das glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Yeah. Yeah. Genau. Bist du jetzt schon... Bist du jetzt schon go raven seit... seit das alles durch ist? Nein, ich rave nicht. Nein, bin ich nicht. Ich habe halt, ich habe das Zertifikat noch nicht. Ich müsste jetzt wie jedes Mal mich irgendwie auf alles testen. Das klingt jetzt so. Da ist ein Chlamydia-Abstrich da. Nein, ich habe eben das Zertifikat noch nicht. Yeah. Ich bin aber dran. Ich habe jetzt in einer Woche habe ich meine zweite Impfung. Yeah.
Also in 3 Wochen bin ich wieder on the road und dann gibt es wieder... Kannst du Tickets buchen? Geht es wieder ein bisschen fester. Ja. Kannst du Tickets buchen und solche Sachen? Ja, könnte ich schon machen, aber ja. Dann ist es, weißt du, ich will eben, also wenn, dann wirklich so das Feeling von früher, wirklich so zuerst zu jemandem heim und dann spontan irgendwo landen, wo man halt so landet und dann nachher landet man wieder neumals, wo man vielleicht auch gar nicht landen will, aber man landet halt. Und irgendwann mal landet man dann. Das ist, in Zürich kann man sich gut verlieren. Das ist so. Ja. Also kannst du wirklich oft, eben, an Ort landen, wo du nie gedacht hast, dass du dort landest. Es ist wirklich ein Landen. Ja. Bruchlandung meistens, aber hey, man landet. Oh mein Gott. Ja. Aber eben, also, das ist so meine Zürcher Werdegang-Geschichte. Und wo du dann angefangen hast, Basel zu vermissen, also ich hatte das zum Beispiel gehabt, habe ich einfach aufgehört, in Ausgang zu gehen, so richtig. Ich habe so ein bisschen meine 2-3 Beizen und dort kann ich auch mega lang hocken bleiben. Das ist wunderbar. So. Aber ich habe irgendwann so ein bisschen den Anschluss verloren zu Clubs und dieser ganzen Nightlife-Szene. Mhm. Also irgendwie zum Beispiel, du kriegst immer mit, dass zu Basel ist so, die ganze Hafengegend ist mega am Abgehen. Und ich kann einer Hand abzählen, wie oft ich schon dort gesehen bin. Und dann meistens auch eher den Tag durch. Mhm. Und weißt du so? Mhm. Ich habe irgendwie völlig den Anschluss verloren. Wie ist es bei dir? Ja, ich hab so meine Phase gehabt, wo ich sehr viel im Ausgang gesehen bin. Yeah. Also wirklich so Freitag, Samstag, Sonntag dann heim, so viel. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es mir einfach auch nicht gut tut. So lang, also weißt du, es braucht dann wie so, es muss immer wieder eine Pause dazwischen geben, sonst verlierst du dich halt so ein bisschen in dem. Ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, ich kenne sehr viele Leute, die sehr gut mit dem klarkommen. Mhm. Ich muss einfach sagen, ich habe jetzt einfach während diesen Lockdowns, habe ich einfach mega gemerkt, dass es mir eigentlich recht gut da hat, eben nicht mehr in den Ausgang zu gehen. Yeah. Und das, was ich mir im Ausgang geholt habe, quasi. Also alles so die Serotonin-Ausschüttungen, wenn ich irgendwie am Tanzen gesehen bin oder irgendwie, weiß auch nicht, recht angetrunken lallend an der Bar mit irgendjemandem über Gott und die Welt philosophiert habe und so. Das hätte man alles auch an diesen Homepartys können machen, wo es ja offiziell nicht gegeben hat. Nein, sie waren ja wirklich sehr im kleinen Rahmen und wirklich, also, sie sind immer so die engsten Leute, wenn überhaupt. Und irgendwie, mir hat es so vom Gefühl her, hat es mir genau das Gleiche gegeben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das hat mir so sehr davon gefallen. Mir hat so sehr davon gefallen, dass wir beim Kollegen daheim gewesen sind, dass ich ohne Warten meinen Drink bekommen habe. Yeah. Dass ich ohne Warten auch können gehen seichen, wenn ich wollte. Dass ich ohne auf meine Jacke müssen zu warten, einfach können sagen, hey, ich gehe jetzt heim. Yeah. Irgendwie all das Zeugs, also alle die negativen Sachen vom Ausgang quasi, sind jetzt plötzlich wie so weggefallen. Mhm. Und ich muss sagen, dass so der Moment, wo es jetzt wie geheißen hat, gut, und jetzt geht wieder alles auf, habe ich mega so die Anxiety bekommen. Mhm. Weil einerseits ist es wie so gesehen, du hast so ein bisschen so die Angst, dass du etwas verpasst, wenn du jetzt halt einfach so weitermachst wie bis jetzt, weil alle anderen sind ja wieder auf der Gas. Ja. Yeah. Und andererseits ist es aber wie so, ist eigentlich auch cool gewesen, so, aber das so wird es ja gar nicht mehr geben, weil alle die, mit denen du das so gehabt hast, werden ja wieder auf der Gas sein. Mhm. Weißt du, und das ist wie so, das ist voll so auf mich abgeprasselt und ich hatte recht Mühe gehabt im Fall. Also ein paar Tage bin ich recht so unschillig drauf gewesen im Fall. Und von dem her, ich freue mich schon wieder auf die Momente, eben irgendwie, weißt du, so, wenn die Musik wirklich gut ist und wirklich, eben jetzt auch in Belgrad, wo ich gesehen bin ich auch an einer recht coolen Party gesehen, so am oben vor der Taufe. Dementsprechend habe ich dann die Taufe dann ausgesehen mit so einem 3 Stunden Schlaf. Das kenne ich. Yeah. Hey, übel, ja. Aber es ist ein richtig geiles Feeling. Ich hatte wirklich so auf dem Partyflow zu sein und es ist ein recht guter DJ gewesen. Ich weiß, wo nicht wer und wie er heißt und wo er ist, aber sehr guter Sound. Yeah. Und das hat mir schon natürlich, also schon so ein bisschen so, okay, gut, ich
wieder zurück, weißt du, so ein bisschen. Ja, ich glaube, bei mir ist es vor allem gesehen, das weiss ich noch, beim ersten Lockdown, wo dann so das Zeugs wieder aufgegangen ist, dort weiss ich noch, hat es mich recht gestresst, überhaupt wieder Termine zu haben. Weißt du, noch nicht mal so, eben rauszugehen oder von mir aus in ein Restaurant bin ich sehr gern gegangen oder in einen Kaffee. Weißt du, oft so, ja, mal irgendwie andere Wände gesehen. Weißt du, aber grundsätzlich, dass dann auf einmal irgendwie eben sich die Leute wieder verabreden und dann irgendwie, machen wir dann dort und dort, machen wir das und das und so. Es setzt sich voll unter Druck, dann oder? Bist du auf einmal wieder so, ich weiss ja, dass ich das als Hund nicht so geil gemacht habe. Aber jetzt solltest du ja, weil so lange nicht gemacht genau, hast. Genau, eben. Und, dann, und vor allem, das ist bei mir so das Absurde, in meinem Fall Comedy macht man eben aus verschiedenen Gründen, weil man es will machen. Und was sicher auch mitspielt in dem ganzen Prozess, ist eigentlich die Selbstständigkeit, die du dir holst, oder? Und die Freiheit mit dieser Selbstständigkeit, oder? Weil du hast keinen Bürojob, das, so. Und trotzdem weiss ich, dass ich in irgendwie 2,5 Jahren an dem und dem Donnerstag schon mal nicht verreisen kann, weil ich einen Auftritt habe. Also die Flexibilität ist schon mal weg. Also probierst sie im Privaten vielleicht doch noch ein bisschen zu haben, weil du dann sagst, ich will jetzt nicht schon mit dir in 5 Wochen zum Nacht abmachen. Weil ich weiß ja nicht, ob ich an dem Tag den Bock habe, effektiv mit dir zu Nacht zu essen. Genau. Aber wenn ich es nicht mache, dann werde ich den nie mehr sehen, weil wir müssen mittlerweile 5 Wochen vorher zum Nacht abmachen, weil sonst schaffen wir es nie. Und weißt? Du wirst ja auch, nach einer gewissen Zeit wirst du ja auch gar nicht mehr gefragt. Eben! Weißt, und das ist das. Ich habe letztens auch irgendwie meinen Kollegen zusammengeschissen, weil ich gefunden habe, hey, also letztens, eben vor der ganzen Corona-Geschichte. Yeah. Und dann hat es einfach geheißen, ja, Milan, du sagst eh nein, du kommst ja eh nicht. Genau. Ja, aber ich will im Fall gerne gefragt werden. Yeah. Weißt du, also ich will noch sehen, dass ihr und unten sind, falls ich würde wählen. Und jedes zehnte Mal sagst du ich dann gleich mal ja. Aber das habe ich auch so gehabt. Das ist dann wirklich so, das heisst, ja, das ist, der Guide-Kollege hat gesagt, das ist, was ist jetzt richtig? Das ist eine Bringschuld. Und ich so, ja, aber eben, ich weiss ja bis dann noch nicht, dass ich jetzt an dem Samstag oben Zeit habe, oder? Und dann habe ich tatsächlich an dem Samstag oben Zeit. Aber darum ist es mega wichtig, dass man das anfängt normalisieren, dass man Pläne in letzter Sekunde, also vielleicht nicht gerade in den letzten Sekunden, aber so wirklich so ein paar Stunden vorhalten, darf können absagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber siehst du, das finde ich spannend. Ich verstand aus der Machersicht, ja. Für mich aber, es muss dann wirklich sehr, sehr weit können gehen, weil mir zum Beispiel nervt es gottsjämmerlich, wenn ich eben seit 3 Monaten weiss, dass du und ich abgemacht haben und dann sagst du 6 Stunden vorher ab. Und dann habe ich da oben, wo ich so lange freigehalten habe, für dich ist dann gut, fair oder? Enough. Aber in der heutigen Zeit mit Smartphone und allem drum und dran, man ist ja ständig erreichbar. Also weißt, wenn du vor 5 Wochen mit mir etwas abmachst und du bis 6 Stunden vor dem Event nichts von mir hörst, dann kannst du ja eigentlich, da, also gesunden Menschenverstand, dann kannst du davon ausgehen, dass das nicht stattfindet. Und ich melde, also ich würde mich dann auch die 6 Stunden vorher dann nicht bei dir melden, weil ich würde denken, okay gut, da hat es vergessen. Ja. Weißt, voll geil, bleibe ich halt auch daheim. Also weißt du, wie ich meine? Irgendwie, das ist so das. Also wenn du mit jemandem so lange im Voraus abmachst, dann wirst du mindestens noch ein paar Tage vorher dann sicher hören und sagen, hey, läuft das noch? Ja, yeah, genau. Oder? Genau. Das ist so meine Herangehensweise, dass ich dann wirklich ein paar Tage vorher nochmal so, hey, sind wir noch on für den und den, genau, das und das so. Genau. Aber das ist einfach nicht nur, also ich finde heutzutage sollte das wie jeder machen. Yeah. Weil jetzt mal abgesehen davon, dass wir einfach eben durch das, dass wir ständig weißt du, voll so die Schnelllebigkeit haben, durch das einfach zu Arschlöchern mutieren, ist es halt einfach auch, ich bin mega unorganisiert. Also weißt, von mir im Fall, also weißt, auch wenn ich die besten und nettesten Absichten habe, ich bin einfach ein verhängter Sieg. Weißt, also von mir kannst du gar nicht erwarten, dass ich noch daran denke. Also einfach für den Fall, dass wir in 5 Wochen irgendetwas abgemacht haben. Erinnere mich bitte daran. Ey, für das bin ich wirklich Kalender top oder flop. Also es ist wirklich, wenn es nicht im Kalender ist, dann zu 100% findet es nicht statt. So. Ja, aber welcher Kalender? Ist es deine Agenda? Ist es die Handy? Ja, das muss man sich halt einmal richtig organisieren. Ja, eben, das ist... Und da sind wir wieder bei der Organisation, was ja wieder nicht so meine Stärke ist. Von dem her, es ist wie so... Aber dort habe ich wirklich... Ich habe einen Kollegen, der schreibt sich nichts auf, nichts ein.
Und das ist, aber das ist faszinierend, dass dann wirklich oft so, dann heisst es, ja, hey, wir machen den und den, eben, machen wir irgendwie da das berühmte Znacht, wo wir immer machen, alle halbe Jahr oder irgendwie so. Ja, das ist den und den in 3 Monaten. Super, kann ich. So, und dann hat es wirklich am Tag selber oder eine Woche davor schon, oh nein, kann ich nicht, weil ich bin dann mit der Familie dort und dort. Und also es schreibt sich nicht ein. So. Und ich habe gemerkt, es muss immer synchronisiert sein. Ja? Mhm. Das heisst, ich habe meine Google-Kalender, die aber auch synchronisierbar sind mit Apple-Kalender auf dem Laptop und auf dem iPhone, wo ich nochmal ein anderes App habe, wo beide synchronisiert. Das musst du einmal aufrichten und dann ist es super. Aber wenn ich es dort nicht einschreibe, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei, okay. Dann habe ich wirklich mit meinen Kollegen gesehen, hey, wir hatten uns letzten Freitag getroffen. Und ich bin mir nicht bewusst gesehen, dass das überhaupt Thema war, weil sonst wäre vielleicht so gesehen, ja, hat es den Dampf vergessen. Ich sage jetzt, ja, genau. Hat keinen Bock gerade so, oder? Er hat es, glaube ich, einfach eh verpeilt. So. Aber das ist ja, schon... Das wäre ich. Also so, ja. So wäre es bei mir. Aber das ist ja spannend, dass man jetzt wie 1,5 Jahre hat können üben. Jetzt kommt noch die Sonne. Hey, ja. Einfach so, Sonne. Hat können üben, wie das jetzt eigentlich kann sein. Eben mal ein bisschen befreiter, mal ein bisschen nicht so viel vorplanen und solche Sachen und so. Und im Positiven wie im Negativen der Erkenntnis, es wird sich nicht groß ändern. Behaupte ich. Ich glaube, es muss sich jetzt einfach so ein bisschen einpendeln. Yeah. Also weißt du, jetzt sind ja wieder alle auf der Gas und gehen voll durch. Und früher, also bald werden sich dann alle die das vorhaben, schon nicht gerne gemacht haben, wieder daran erinnern, dass ich es eben nicht gerne gemacht habe. Mhm. Dann werden die wieder zurückgehen. Mhm. Und denen wird, also es ist jetzt wie so, weißt du, das Pendel ist jetzt wie so da hinten ganz lang. Jetzt wird es im Moment mega weit in die andere Richtung ausschweifen. Ja. Und irgendwann macht es dann schon so da. Aber hast du für dich irgendetwas können rausziehen aus diesen 1,5 Jahren? Das sind jetzt 1,5, oder? Ja. Hey, ja, schon im Fall. Also ich habe... Ich meine, der letzte Sommer ist, also weißt du, so die Zwischenphase, wo wir wie denken, okay, voll geil, Corona kommt nie mehr wieder zurück, weil was haben wir irgendwie 50 Neuinfizierte jeden Tag. Dort hat es sehr viel Open Mics gegeben von Underground Comedy. Und ich bin praktisch bei jedem dabei gewesen, ich habe auch 1-2 gehostet gehabt und so. Also rein so vom Comedy-Ding her ist es bei mir recht gut gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe mehr Gas gegeben letzten Sommer, weil ich halt einfach auch da gewesen bin. Also weißt du, du hast ja wie nicht vom Fleck können, was machst du denn? Und irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen so, ich habe dort durch habe ich ein bisschen wachsen, ein bisschen Erfahrungen sammeln und dementsprechend halt auch an dem so ein bisschen arbeiten und ja, halt einfach so ein bisschen so Selbsterkenntnis, dass ich ein mega Feinöckeli bin im Fall. Also weißt du, wo wirklich was eben, was Sachen angeht, wie Gewohnheit und eben, dass ich mich jetzt sehr daran gewöhnt habe, nichts zu machen, außer zu arbeiten. Und jetzt plötzlich wieder alles, eben wie ich vorhin gesagt habe, alles auf mich abprasselt und ich mega mit dem klarkomme und eben überhaupt nicht damit klarkomme. Yeah. Also jetzt geht es gerade wieder, aber es ist wie so, die letzten 2 Wochen ist also schon recht heavy gewesen, muss ich sagen. Und auch wirklich wie so die kleinste Kleinigkeit, die mich aus meiner Komfortzone raus gebracht hätte, ist für mich schon ein riesen Stress gewesen. Ja, klar. Also weißt du, so ganz einfaches Zeugs, wie eben zum Beispiel mit Leuten abmachen, ja, irgendwo draußen. Setz dir fucking Kalender auf. Ja, ich weiß. Ja, ohne Scheiß. Mach ich nicht. Aber, nein, ich habe den auf dem Handy. Ja, also. Und ich habe eine Agenda. Nein, eben, also. dann kannst du ja schon nicht gut kommen. Du brauchst eins von beiden. Und fötele ich die Agenda ab. Nein, du musst wirklich einfach... Nein, aber abgesehen von dem... Gewöhn es dir an, schreib es ins Handy, ins Kalender ab. Fertig. Weil das Handy ist eh immer überall. Ja, das stimmt. Und ich habe es auch ständig in der Hand. Ich bin wirklich mega so ein Süchtling. Also ich bin auch sehr viel auf Instagram. Also, und wirklich, es ist so dumm, aber ich habe mir das eintrichtern, dass ich, wenn ich mit jemandem abmache, dass ich das einschreibe und dass ich dann dieser Person auch noch schreibe, super, ist eingeschrieben. Und ich schreibe es wirklich nur, wenn ich es gemacht habe. Okay. Und mit dem hast du dann wirklich, hast du wirklich wie so
Double, wie heißt beim Einloggen? Double Security. Hast du einen Doppelcheck, oder? Das ist wirklich einfach, wenn, wo, oder man kann es auch offen lassen und dann mache ich trotzdem einen Eintrag. Also ich habe schon mal eingetragen, dann an diesem Tag vielleicht, oder? Und dann kann man immer noch Ort und Zeit abmachen. So. Aber alles andere wäre ich auch komplett verloren. Weil vor allem, das hat jetzt dann auch erspart, klar, vor allem Auftritte sind dann nochmal in einem anderen Kalender, wo dann aber synchronisiert wird und danach hat ins Kalender-App reinkommt. Also du hast drei Kalender? Vier? Ja, aber es ist alles eine. Alles total synchronisiert. Ja. Und im Kalender habe ich das dann noch unter der... Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Aber ja, es ist wirklich... Und es ist spannend, weil ein Kalender ist mir abgeraucht, weil ihn jemand gelöscht hat. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt ein Tagebuch für mich. Dass wirklich nach einer gewissen Zeit, weißt du, das wirklich so, schaust mal 5 Jahre zurück und sagst, ich muss gar nicht reinschreiben, ich habe Podcast gehabt mit Milan und das, sondern ich sehe das und dann kann ich wie rekonstruieren. Ah, das heisst, an diesem Tag bin ich zuerst dort gewesen, dann bin ich ins Podcaststudio, dann bin ich dort hin, dann habe ich die Person getroffen. So, also irgendwie, es hilft auch als Tagebuch. Es macht schon auch Spass. Ja, so ein bisschen. Ja. Alte Agendas anschauen im Fall ist ja genau, also ist ja. Genau das. Ja. Ja. Ich habe letztens auch eine Schulagenda von mir gefunden aus der 6. Klasse. Das ist noch das Freundebuch. Hey, ich finde es nicht mehr. Ich habe eins gehabt. Also ich habe eins so ganz altes, aber dort sind sowieso so Primarfreunde von mir drin. Wo so, Und dann habe ich aber eins gehabt, so in der OS. Du bist jetzt Basel in der Stadt in der Schule, oder? Ja. Also OS, sagt noch etwas. So Orientierungsschule. 5., 6., 7. Klasse, genau. Genau. Und das Buch finde ich nicht mehr. Und das wäre eigentlich mega cool gewesen. Ich habe von meiner OS-Zeit nichts mehr. Ja? Und es geben sich natürlich alle gegenseitig die Schuld. Meine Mutter sagt, ich habe das doch schon lange alles gekriegt. Mhm. Ich sage aber, nein, das ist doch die eine Kiste gewesen, die bei dir geblieben ist. Mhm. Dann heisst vielleicht ist der Vater, der sagt, ich habe noch nie etwas gehabt, ich habe schon 5-mal gezügelt. Also, irgendwann ist das alles verloren gegangen. Ja, OS. Ja, ich glaube, das Einzige, was mir noch übrig geblieben ist von der OS, sind so... Das Klassische halt, so ein bisschen Kindheitstraumata und Raucherlunge. Ja, so ein bisschen. Was es halt so gibt. Was dann alles so zu den OS dazugeht. Ja. Wobei, nein, Raucherlunge stimmt nicht. Ich habe erst in der WB so von Rauchen. Ich habe es ja so nicht ins Gymi geschafft. Ja. Dank meinem wunderbaren OS-Lehrer. Ich nenne jetzt keine Namen. Mhm. Benjamin Lieber. Ja. Aber nein, Rauchen habe ich in der WBS angefangen. WBS. Weiterbildungsschule. Genau. Das ist, du hast Gym gemacht, gell? Das ist, ja, also nicht abgeschlossen natürlich. Welches hast du gemacht? Im Münsterplatz bin ich gesehen. In Mücken? Ja, in Mücken. Das ist eben die WBS. Die WBS war Mücken. Ah, wirklich? Ja. Ah, ich habe gemeint, das Gymi heisst auch Mücken. Nein, sondern das Gymi war ursprünglich HG, das Humanistische Gymnasium. Aha. Ja. Und wo ich gegangen bin, war dann schon das GM, Gymnasium am Münsterplatz. Aber die Leute haben trotzdem HG gesagt. Und habt ihr auch keine Traumata, Schulglocke gehabt, sondern den Hausabwart, der einfach so eine Glocke bimmelt? Nein, wir haben schon Schulglocke gehabt. Nein, meinst du? Yeah. Also das Mücken hat keine Schulglocke gehabt, das mag ich nicht mehr. Ja, der ist irgendwie immer am Punkt, weiß auch nicht was, 10 ab 10. Wenn eine grosse Pause ist, ist der rausgekommen mit irgendeiner Glocke und hat dann so... Bing, wirklich? Bing, bing. Ja, dir sind die, also bei Mücken, bist du in dem Fall dort gewesen, oder nein, was? Nein, ich bin dort. Ah, okay. Ich kann sagen, weil die WBSler, die sind dann immer so ein bisschen hinten, die Coolen gesehen. Und wir sind so die gesehen, wo im Coop City / Pfauen sind zwei Gipfel geholt und so ein bisschen rumgenerdet haben. Also die Losers, nennt es bei mir. Absolut. und dann hat an der Rauchschwade vorbei unsere Gipfel gegessen. Aber haben die ja nicht den gemeinsamen Eingang gehabt oder so? Nein, es hat verschiedene Plätze und es hat verschiedene Eingänge und es ist alles weird gewesen. Nein, jetzt, ich habe es ohne Abschluss verloren. Ja gut, hast du es gleich geschafft. Hey, ja, hast du einen Podcast? Per Definition, genau. Und mittlerweile habe ich gemerkt, es ist mittlerweile so fast eine Beleidigung, wenn jemand einen Podcast hat, gell? Wirklich? Es ist wirklich so, es gibt so viele Memes, wo so, was irgendwie heisst, hey, im Ausgang
du musst einfach rennen, wenn er dir sagt, er hat einen Podcast und so. Und wenn du sagst, du bist Influencer, ist doch viel schlimmer. Ja, das ist vorbei eben. Jetzt, anscheinend, ohne Scheiß, jetzt ist so ein Podcast. Vor allem sagst du nicht Influencer, sondern Content Creator. Ja. Ich create Content. Ich habe immer noch, das Gefühl gehabt, es ist ein Unterschied zwischen Influencer und Content Creator. Aber wahrscheinlich, ich habe immer verstanden, ein Content Creator kann zum Beispiel sein, ganz entfernt, sagen wir mal, der Sedi von Izzy. Oder alle Menschen, die bei Izzy arbeiten, das sind Content Creator, meiner Meinung nach. Das sind Menschen, die, wie wir vielleicht früher beim Jugendfernsehen Beiträge gemacht haben, machen sehr effektiv Beiträge für Social Media. Ja. Das war für mich Content Creator gewesen. Und Influencer ist für mich gesehen, ich bin ein Model in Social Media und präsentiere Produkte. Ich bin eine Werbeplattform. Ja. Natürlich kannst du beides vermischen, natürlich kannst du Content, den du createst, kannst du dann natürlich für Sponsoren lassen. Eben, aber, und ich glaube, dort findet so ein Missverständnis statt. Ich glaube, das, was du sagst, macht mega Sinn, ja, und würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Ich glaube, aber das ist noch nicht bei ganz vielen Influencern angekommen, so der Unterschied. Yeah. Also vielleicht müsste man da mal so ein bisschen so eine Aufklärungskampagne starten. Ja, aber jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, ist, sagen, dass man einen Podcast hätte, ist schon fast so, wie man würde sagen, ich bin Influencer. Wobei, das habe ich jetzt auch gemerkt, du sagst ja dann eigentlich meistens einfach, du bist Model. Das heißt ja nicht, du bist Influencer. Oder? Ich weiß nicht, musst du mich fragen. Ich bin kein Influencer. Hast du noch nie Geld gekriegt für irgendetwas, was du auf Social Media gemacht hast? Nein. Wirklich? Nein, ich habe wirklich kein Geld bekommen. Okay. Aber also ich habe schon das eine oder andere Werbegeschenk bekommen. Und ich habe das Geschenk sehr geil gefunden und habe gefunden, ja eh. Ja. Also ich trage jetzt diese Socken und an einem Auftritt und tue noch taggen, aber weil ich es halt einfach auch coole Sachen gefunden habe. Ja, also, ja, aber das ist ja etwas anderes. Aber ich habe effektiv, also wirklich Geld habe ich wirklich noch nie dafür bekommen. Und was ich halt auch noch oft mache, wenn ich selber zum Beispiel das Brand mega geil finde, dann tue ich das nicht nur tragen, sondern ich tue wirklich irgendwie mal ein Foto hochladen, ja, und tue dann wirklich irgendwie eben den Brand taggen und warum ich es geil finde. Zum Beispiel das oder Turbo Folk. Yes. Ganz ein cooles Brand. Kenne ich genau nicht. Ja, jetzt kennst du es. Yeah. Ja, es ist eine serbische Marke. Okay. Genau. Und nice. So ein bisschen Turbo Folk ist ja so ein bisschen sehr verbunden mit so dem Kitsch-Schlager vom Balkan. Ja. Yeah. Fragst du mal den Sven Ivanic, kann dir mehr davon erzählen. In seiner Radio Papucha. mit seinem Radio Papucha. Auf jeden Fall. Yeah. Ist es aber so ein recht cooler Dude, wo den Spiess umdreht hat und eigentlich so recht nice Kleider macht. Mhm. Mit dem Namen Turbo Folk, um das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zu schicken. Recht nice. Hey, danke. Yeah. Ja, eben, und so Sachen, das yeah, mache ich schon. Aber ja, das mache ich halt wirklich einfach, weil ich es geil finde. Genau. So, mache ich es zum Beispiel mit McDonald's. Ohne Scheiß. Ich finde, weißt du, ist so ein bisschen Tradition geworden, dass beim Bernhard Theater Stand-Up, dort sind ja bis jetzt immer Swiss Comedy Awards gesehen. Und wenn ich früher, mittlerweile wird es, wo ich jeden Monat im normalen Leben dort moderiere, ist nicht mehr ganz jedes Mal. Aber früher ist es wirklich so gesehen, falls ich dort einen Auftritt habe, das habe ich so einmal im Jahr, oder wenn dann eben Swiss Comedy Awards sind, ist so eine Tradition gewesen, danach in McDonald's beim, wie heißt das? Wie heißt der Bahnhof? Fucking. Stadlerhof, danke. In den McDonald's zu gehen und dort einfach noch irgendeinen Burger reinkrachen, oder? Und dann, habe ich irgendwann mal hab ich das halt in der Story postet, irgendwie after Party. Weißt du, bist du mega so mit dem geilen Smoking Fliegele und der Blazer, wo ich extra schneidern lasse und so. Und dann hat bis auf den so einen riesen Burger. Ach, hast du einen Blazer schneidern lassen für Swiss Comedy Awards? Nicht spezifisch für Swiss Comedy, das ist auf der geile Blazer. So. Ja, okay. Ich habe über. Kennst du Pasquale Stramandino? Nein. Aber tönt herzig. Ja, sehr herzig. Das ist ein Kollege von mir und der hat immer so maßgeschneidertes Zeug gesagt und so. Immer, ja. Und da hat natürlich ein Kollege, Italiener, der das alles macht. So. Und seitdem mache ich mich scheiß bei dem. Geil. Und danach habe ich das irgendwie gepostet, irgendwie so in der Story, Afterparty, wenn ich in irgendeiner Big Mac
reinbiss. Und seither folgt mir McDonald's auf Instagram. So. Also so McDonald's Schweiz? Ja. Yeah? Ja. Hey. Und ich habe keine Ahnung, was es mir bringt. Also du folgst aber Matteo, oder? Und seine Stories yeah. auf Instagram, oder? Yeah. Du weißt ja sicher auch seine Liebe für Domino's. Das ist ja auch so ein bisschen so etwas. Genau, genau. Und danach isst er irgendwelche 17 Cheese Pizza. Ja, so. genau. Und taggt sie halt auch immer wieder. Genau, so. Also, genau. Ja, vielleicht entsteht mal irgendetwas. Ja, voll. Dass der noch einen Magen hat, ist auch so ein Wunder. Ich weiß nicht genau. Ich weiß bei ihm weiß ich nicht, ob er sich fürs Training belohnt mit scheiß Food oder ob er sich mit dem Training bestraft für das scheiß Food. Hey, aber weißt du, vielleicht ist es auch Carbs und so, weißt du, Aufbau. Ja, aber also, es gibt Carbs und es gibt Carbs. Also. Nein, stimmt nicht. Ja, voll. Haben wir mit dem Informatiker die Diskussion gehabt. Ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, man kann sich bessere und schlechtere Carbs reinhauen. Ja, so mehrkettige ja. Und ja. Ja, hey, eben, keine Ahnung, ich bin Spargeltarzan seit eh und je. Also ich tue mir am Morgen im Kaffee einfach so einen Löffel Kokosöl und ein Stückchen Butter rein, einfach damit es reinfetzt. Was? Mhm. Sicher nicht. Doch, das sagt man Bullet Shot. Bulletproof. Irgendwie so, das kommt zu Amerika. Das ist einfach wirklich, das ist sau gut. Du tust dann den Koffein, weißt du, der macht dann nicht den hier, der knallt dann nicht durch die Decke. Yeah. Und dementsprechend hast du dann auch nicht so mega das Slow nachher. Ja. Yeah. Sondern der macht so den. Und vor allem, ich kann es mir also leisten. Also das, was sie mit der Corona-Infektion haben wollen machen. Ja, genau. Das die Curve flatten. So, yeah. Ja, genau. Okay. Und es ist so wie so. Es ist kontinuierlicher. Yeah. Wegen dem Fett? Ja, weil irgendwie das Fett dreht den Koffein anders. Keine Ahnung. Aber ich habe gefunden, hey, einerseits mega cool, das heisst, ich trinke weniger Kaffee am Morgen und ich brauche wirklich, ich stand um 6 Uhr am Morgen auf, jeden Morgen. Darum krass. Sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Krass? Ja, voll. Und es ist halt einfach eben auch so. Also gut, Butter ist jetzt nicht unbedingt gutes Fett, aber ich meine, so Kokosfett ist jetzt nicht schlecht. Ja. Yeah. Ich nehme so eine Demeter Vollmilch, wo auch schon, also die hat halt 4% Fett, aber wenn du dann richtig schön drin tust, ich glaube, das hat auch schon ein bisschen Leerwirkung. Es sieht nämlich aus, als würdest du Butter drin tun. Ja, es ist dann wirklich so die dickflüssige, ja. Ja, nein, mit Milch und ich haben uns eben nicht so gerne. Ah, okay. Also, ich schieße dann auf den Mond und wieder zurück, wenn ich ein Glas oder ein bisschen im Kaffee davon gehe. Aber wenn du erzählst, was du dir in den Kaffee tust, dann schließt das eigentlich schon fast den Podcast. Was hast du, 3 Gründe, warum Bulletproof Coffee schlecht ist? Warum? Christoph, du bist so ein Spielverderber. Jetzt findest du Christoph. Du findest sicher genauso auch einen Artikel, wo es heisst, warum es ultimativ gesund jetzt, ist. Sag jetzt einmal, geh du mal abscrollen, sind mir jetzt also schon wunder. Aber und schau mal, hier. Wie schön das Pinterest-Foto ist. Pinterest ist sowieso das Beste. Und jetzt schau mal, wer erzählt es überhaupt? EatSmarter.de. Die haben sicher, die haben ein eigenes Magazin, die haben sicher irgendeinen Anreiz für sich selber generiert, warum jetzt der Artikel so muss geschrieben sein. Nur wenige lebenswichtige Nährstoffe. Ja, das ist ja klar. Also das, wenn du dir Kaffee mit Fett reinknallst, dann ist mir auch klar gewesen, dass in dem Moment wahrscheinlich nicht Lebenswichtiges dir reinknallst, oder? Enthält nur sehr wenige essentielle Vitamine. Yo, no shit. Auch das ist klar. Ja, eben. Also du siehst, es ist genau aus diesen Gründen ungesund, wie's aus welchen ich ja. es mit gutem Wissen kann nehmen. Ja, logisch. Also, mit dem wollte ich eigentlich sagen, schließen wir den Kreis zu. Frage ich am Schluss immer. Ich weiß nicht, ob du die Podcast, die du gehört hast, ob du sie bis zum Schluss gehört hast. Nämlich, der heisst ja Feel Good Podcast. Mhm. Und genauso wie es ab und zu Sprüchli gibt oder irgendwie so einen Kalendereintrag oder was auch immer, wo du erzählt hast. Und die Self-Help-Books. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Jetzt Achtung, was lachst du jetzt schon? ich bin jetzt gerade meine Antwort durch den Kopf vom Dora-Logo. So, ja. Kann ich nicht sagen. Come on! Hey, live, laugh, love. Okay. Und alle die hetero Frauen draußen, die das an der Wand haben in der Wohnung.
That's the spirit. Hast du gerne so Wandsprüche? Oh, ich liebe es, natürlich. Das Beste aller? Gehe mit Gott und This so. This is my cave. Ja, ja, genau. Oder so Türmatten, wo draufsteht, Members only. Ja, VIP. Ja, VIP Members only, genau. Das ist mein Liebling, VIP. Das ist wie, weißt du noch, das hat aber hart aufgehört, leider. Ab und zu ist es noch ein Ferienort, aber so beschriftete T-Shirts, wo zum Beispiel das McDonalds-Logo ist und dann steht aber Marihuana. Ah, ja, oder cool. FBI, Female oder, Body Inspector. Was für eine Legende. Jeder, der mit diesem T-Shirt rumgelaufen ist, ist gewiss, das ist eine absolute Legende. Und es hat doch auch so die, eine Zeit lang hat es die gehabt, so Who the fuck is Lagerfeld? Ja. Yeah. Who the fuck is Gucci? Ja, ja, ja. Ja, genau, oder auch der Pfeil I'm with stupid. Ja. Oder Dortmund. Ja. Dortmund, ein Klassiker. Also eigentlich, was ich mache zum Feel Good, coole T-Shirts mit tollen Prints. Ja. Ja, machst du noch ein paar eigene Prints? Natürlich. Absolut. Ja, ja. Was hast du vorhin gesagt? Sekt und Sexting? Nein. Oh, das ist ein neue. Sekt und Sexting? Ist das ein neue? Ja, Sekt und Setting hatte ich Meins gemacht. Aber Sekt und Sexting finde ich sehr gut. Also, Milan, vielen Dank, bist du da gewesen? Danke, hast du mich eingeladen, ja. Kommst du wieder mal? Sehr, sehr gern, ja. Und wir sehen uns irgendwann an einem lustigen Auftritt. Ja, voll, ich hoffe es. All the best. Ja, gleichfalls. Bis dann. Beep.